Na, sitzt ihr auch gerade in eurem Büro, vor eurem Rechner? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, hey, waren diese Würfelbüros, diese Cubicles, eigentlich schon mal für irgendwas Gutes zu gebrauchen oder was Gutes gedacht? Wie weit kann eigentlich ein Scharfschütze schießen? Und wenn ich meinen Arm nur schnell genug wedel, rumschleuder, dann kann ich es doch bestimmt schaffen, eine Kugel um die Kurve zu lenken, oder? Alles Dinge, die wir heute in Wanted besprechen. Schnallt euch an, schaltet das Hirn aus und gönnt euch einen der besten dummdödeligen Action-Comicbuch-Filme, die jemals im Jahr 2008 produziert wurden, nach Iron Man. Fred ist nicht da und Tobi und Richard sprechen mal wieder über Actionfilme, die ein ganz besonderes Jahrzehnt geprägt haben, nämlich 2000 bis 2010. Wanted, jetzt geht's los, viel Spaß. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen im wahrscheinlich besten Podcast des Multiversums, ohne angeben zu wollen. Ohne. Aber man sollte ab und zu mal auch ein bisschen die Hoden auf den Tisch packen, finde ich, im übertragenen Sinne, weil alles andere ist anstößig. Und vor allen Dingen physisch etwas kompliziert, aber ja. Das kommt auf den Tisch. auf die Höhe. Ja, ihr hört es schon, neben mir sitzt mein geehrter Partner, der große Filmkritiker, Killer, Richard. Das ist er, mit vollen Initialen. Ja, hallo, mein vielgeschätzter Schwafelheinz, Tobi. Das sind wir. Ihr fragt euch sicherlich, wo ist der Dritte im Bunde? Ja, wie schon bei der vorletzten zu dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, Premium-Folge. Fred ist krank. Ja, ich weiß es nicht, aber so ein bisschen kann man nach Freds Krankheiten jetzt so langsam die Uhr stellen. Es ist immer so, draußen wird's oll, die ersten Kinder werden im Kindergarten krank. Fred hat Männergrippe. Ja, ich glaube, Fred hat eher Kita-Seuche, wie das halt so ist. Ne? Ja, da ist immer der Zeitpunkt, wo du halt selber auch merkst, so, wenn man denkt, weißt du, wenn du ein Kind bekommst vorher, denkst du, weil irgendwann ist man ja seltener krank, man hat ein recht gutes Immunsystem, aber sobald du ein Kind hast, merkst du einfach, nee, du bist einfach verdammt gut darin, dass andere Leute, also zu vermeiden, dass andere Leute dir in den Mund niesen. Ja, bis die Kinder kommen. Ja. Die machen das, eiskalt. Ja, also das heißt, oder wir alle wissen, was es bedeutet, wenn Fred nicht da ist und Richard und ich alleine aufnehmen. Wir machen weiter mit der größten Filmreihe oder Filmbesprechungsreihe aller Zeiten. Was ist im Hollywood-Action-Kino zwischen 9/11 und Iron Man passiert? Ganz genau. Und heute haben wir uns ein ganz besonderes Schmankerl ausgesucht. Eigentlich wollten wir ja Shoot 'em Up machen, hatten wir in der letzten Folge gesagt, oder so halb gesagt. Ja, genau. Wir haben uns aber etwas anderem bedient. Ja, weil ganz einfach, den gibt's einfach nirgendwo zu streamen. Also ganz genau. Wir konnten den gucken. Genau, also wir hatten dann halt auch gesagt, ja komm, sollte schon jetzt einer sein, den ihr auch halt irgendwie sehen könnt. Aber das Schöne an diesem Jahrzehnt ist ja, oder fast Jahrzehnt, es gibt genug dummdödelige Actionfilme aus dieser Reihe. Und heute haben wir uns rausgesucht Wanted. Wanted ist streng genommen von 2008. Das heißt, er läutet praktisch schon das Ende dieser dummdödeligen Ära ein. Also er gibt ja Iron Man im Grunde die Hand. Also ab jetzt übernimmt das MCU genau. Den Actionfilmmarkt. Aber Wanted spielt, obwohl es eine Comicverfilmung ist, ganz klar in der Riege der dummdöseligen Actionfilme der 2000er. Aber volle Pulle. Also wer Wanted auf LAN-Partys um 2008 herum nicht gesehen hat und sich mit seinen Freunden echt den Arsch abgelacht hat, der, sorry, dann habt ihr einfach nicht gelebt. Der hat einfach nicht gelebt. Das ist echt so. Das war wirklich, Wanted lief bei uns auf LAN-Partys so häufig. Und wir haben uns auch ohne Alkohol und Gras und allem Möglichen, wir haben uns den Arsch abgelacht teilweise, ja, weil der so geil Stulle ist. Ich habe den auch so oft geguckt mit meinem Bruder damals und immer wieder dann so die Stellen, die wir ein bisschen doof fanden, übersprungen, um uns nur die Schießereien reinzuziehen. Ja, es vor allem am Ende diese Nummer, diesen Run-Through, wie ein Kumpel von mir das immer nannte, der da einfach durch die Halle rennt und da 50 Leute abknallt. Ja, aber dazu später mehr. Ist halt auch einfach dieser Filme irgendwie bei jedem, ich weiß noch, als ich nach Hamburg gezogen bin in meiner ersten WG,
irgendwer hatte immer diesen Film auf DVD. Ja. Und was noch geiler war, weißt du, zu der Zeit, wo jeder irgendwie auch als Klingelton das von Crank hat, ne, auf seinem Telefon hatte. Ja. Jeder hatte auch, irgendwen hast du immer gekannt, der von Wanted diese verkackte, übergestylte Kugel als Schlüsselanhänger hatte. Ja, stimmt. Weil das in der ersten großen Steelbox oder in der großen DVD-Box war das mit drin. Oder du hast das im Kino sogar bekommen. Die gab es im EMP nachher sogar als Anhänger, als Ketten, so als Halskettenanhänger. Geil. Voll ich wette, geil an so einem Lederband. Wette, jeder, der sich die tätowiert hat, bereut das bis heute gar nicht. Nein, Alter, die ist arschcool. So, Tobi, kommt dein Alien auf die Erde? Danke, Fred. Was ist Wanted denn überhaupt? Wanted ist ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2008 von, jetzt kommt's, Timur Bekmambetov. So spricht man den 100 pro nicht aus, aber 100, ich weiß es auch einfach nicht. Hundertprozentig nicht, aber ich sag mal, der wird dir nächste Woche nicht schreiben und das korrigieren. Ja, vermutlich nicht. Die auf dem gleichnamigen Comic von Mark Miller basieren. Einfacherer Name. Einfach deutlich einfacher Name. und darin geht es um Wesley, der von Fox aus seinem armseligen Loser zu einem Superprofi-Killer verwandelt wird. Ehrlich gesagt, ist das auch schon die Handlung, weil viel mehr passiert eigentlich nicht. Ja, im Prinzip eigentlich schon. Der wird so richtig ordentlich gebrainwashed und lernt dabei allerhand Gun-Fu-Scheiße. Gun-Fu-Scheiße, genau. Wesley Gibson ist unsere Hauptfigur, wird gespielt von James McAvoy und Fox wird gespielt von Angelina Jolie. Ey, ohne Scheiß, James McAvoy, ne, ist Patrick Stewarts beste Rolle. Dass er sich noch mal so jung gepumpt hat, ne? Ja, und Mark Miller, also der Comicbuchautor, für die ihn da draußen nicht kennen. Wir haben tatsächlich schon mal einen Film von ihm besprochen, also eine Verfilmung seiner Comicwerke, und zwar Kick-Ass ist zum Beispiel von ihm. Yep. Der hat aber auch Superman geschrieben, der hat alles Mögliche geschrieben. Also alles, was irgendwie dark und gritty ist, hat er geschrieben. Ja. Und ist immer so ein bisschen over the top, der Typ, aber der haut geile Sachen raus. Er macht sich halt vor allem wahnsinnig gerne als Comic-Nerd über Comic-Nerds lustig und das, was Comic-Nerds lesen. Ja. Ja, also selbst in den Comics, also in den Superman-Comics und so, die er schreibt, das sind alles immer so Gegenentwürfe. Ja. Also irgendwie, als würde er mit seiner eigenen Kindheit abrechnen wollen. Ich weiß nicht, was für Probleme der Typ hat. Aber es ist sehr unterhaltsam. Keine Ahnung, wir hatten es in der Vorbesprechung jetzt gerade schon, man kriegt alleine auch bei Wanted oder seinen anderen Comics auch sehr starke The Boys-Vibes immer. Voll. Ja, schlägt ja genau in die gleiche Kerbe. Also gerade Wanted, aber da kommen wir später mehr zu, weil wir natürlich auch über den Comic sprechen. Und Richard, aber an dich erstmal die Ritualfrage. Was sagen denn die Kritiker dazu? Die sagten, uiuiuiui. Also nur mal einmal nochmal zum Vergegenwärtigen. Also Wanted hatte ganze 4 Drehbuchautoren und 3 davon sind bei IMDb gelistet. Der 4. ist schon gar nicht mehr irgendwie drin, findest du nichts so richtig von dem. Aber zu denen, die das Drehbuch geschrieben haben zu dem Comic, also waren zum Beispiel an allen Fast and Furious Filmen beteiligt, an zum Beispiel solchen Machwerken wie auch 47 Ronin, Shazam Fury of the Gods oder halt auch, was ich sehr gut fand, Todeszug nach Yuma. Der ist cool, ja. Das ist ein geiler Film, aber ansonsten halt wirklich nur Käse. Ohne Scheiß. Ich fand Fury of the Gods gar nicht so scheiße. Der Film war halt nur 10 Jahre zu spät. Ja, ja. Also vor 10 Jahren wäre das ein cooler Film gewesen. Ja, sagen wir 15, komm. Ja, aber was sagen die Kritiker? Also Peter Bradshaw vom Guardian zum Beispiel, der hat den Film völlig zerrissen. Der schrieb, der Film wirke auf ihn, als ob er von einem Komitee von 13-Jährigen geschrieben wurde, für die penetrativer Sex nur ein Gerücht sei. Das Resultat sei ein Film, der wie ein Wahlwerbespot für die Frauenhasserpartei daherkomme. Und Spiegel Online schrieb damals, Wanted ist nicht mehr als eine hysterisch obszöne, unterhaltsame Schwächlingsfantasie, die aus einem quasi kastrierten Jammerlappen doch noch einen ganz harten Typen macht. Ein Film für einen Abend, aber einen richtig guten immerhin. Also ich habe der Kritik des Spiegels nichts hinzuzufügen. Nee, muss ich auch wirklich sagen. Also der Film geht halt wirklich, wenn er nicht wisst, was er gucken soll, dann schmeißt er den einfach mal rein. Er erwartet aber nichts. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also Wanted gehört wirklich zu den Filmen, wo du wirklich sagst, ey, komm, mach rein, Hirn aus und einfach mal ein bisschen
Quatsch genießen. Ja, aber so richtig Quatsch halt irgendwie. Aber irgendwie coolen Quatsch, kann man ja auch so mal festhalten. Gibt ja dummen Quatsch, aber das ist ja cooler Quatsch. Ja, der ist ja auch alles andere als schlecht gemacht. Also das muss man ihm lassen. So die ganzen Action-Szenen und die CGI-Geschichten, die sind schon echt gut. Also ja, das sieht klasse aus. Volle also, Pulle, ey. Volle Pulle. Bisschen auch trashig, aber auf eine coole Art. Ja, und vor allen Dingen wahnsinnig guter Cast. Also hier Thomas Kretschmann, James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman. Wo man dachte, so, Alter, so, wer hat denn für den Film alles zugesagt? Aber ich würde mal denken, 90% davon waren halt wahrscheinlich fürs Geld halt dann natürlich da. Ja, und immer, wegen irgendwelcher Verträge, die müssen doch einen machen. Ja, so. Genau. James McAvoy hatte irgendwann in einem Interview mal gesagt, auf Wanted angesprochen, er hat die Rolle wahrscheinlich nur bekommen, weil sie irgendeinen Dummen brauchten, der es macht. Ja, das kann sein. Wenn man sich die Comics anschaut, ist James McAvoy vom Typ her wahnsinnig passend. Allerdings sieht er in den Comics eher aus wie Eminem, also hätte man auch Eminem nehmen können. Ja, viel besser. In der ersten Hälfte des Films James McAvoy, in der zweiten dann Eminem. wirklich, der sieht 1:1 aus wie Eminem, das ist richtig krass. Ja, komm, dann springen wir mal in die Handlung, bevor wir jetzt anfangen, unser ganzes Pulver schon zu verschießen. Das wird heute die Sockendurchschuss-Sendung. Und das liegt nicht nur an Angelina Jolie. Boah! Ich bin nicht mal ein Fan von der, aber egal. Nee, ich auch überhaupt nicht. Nee, also die ist ja so rein faktisch eine richtig gute Schauspielerin. Also ich habe mir auch die Dramen angeschaut, für die sie die Oscars gekriegt hat und eine Oscar-Nominierung gekriegt hat und so. Ich habe neulich auch durchgeknallt das erste Mal gesehen. Ja, zum Beispiel, mit Winona Ryder, der ist großartig. Ist mega, also die kann das, aber ich mag sie nicht. Keine Ahnung, also gibt's ja manchmal, ne? Also ich finde die super, aber ich mag sie. Also wie heißt's, Stanley Kubrick-Film. Mm. Ich weiß, dass es gut ist, aber ich mag's nicht. Ja, okay, ja. Okay. Weißt, also so geht's mir mit Angelina Jolie. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hab das mit Moritz Bleibtreuer zum Beispiel. Ja, genau. Der ja. kann was, aber ich sehe ihn nicht so gerne. Aber okay. Also, kommen wir in die Handlung. Wanted beginnt damit, dass wir den Loser Wesley Gibson kennenlernen. Er hasst sein Leben. Sein Job ist scheiße. Er nimmt Pillen gegen Angstzustände. Er hat eine ergonomische Tastatur gegen seine Sehnenscheidenentzündungen. Weiß ich nicht, was daran problematisch ist, habe ich auch. Und seine Freundin betrügt ihn mit seinem besten Freund. Beste Voraussetzung für ein großartiges Leben. Jetzt weiß ich, was der erste Kritiker mit dieser Inselnummer meinte. Ja. Ja, der ist ein wandelnder Insel. Ja, volle Pulle. Allerdings hat er eine ziemlich heiße Freundin, die ihn allerdings betrügt und nicht mit ihm schläft. Ja, und sein bester Freund kauft extra noch Melonengeschmackskondome, weil er gespielt von Chris Pratt, ja. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der das ist. Ich habe auch vorhin, ich glaube, also ich habe den vorhin erst geguckt, weil spontane Aufnahme und so, wie dann halt nun mal so ist. Ja, ja. Und das ist der nicht. Und ich habe erst nach 20 Minuten und so, komm, scheiße, auf, ich habe Pause gemacht, bei IMDb geguckt, das ist Chris Pratt, das ist ein sehr junger Chris Pratt. Ja, das war noch zu Zeiten, wo er halt, noch um jeden Job wirklich kämpfen musste wahrscheinlich. Ja, und er spielt halt einen Arsch. So einen arroganten, frauenaufreißenden Arsch. Ja. Irgendwie unpassend. Den ganzen Tag Energy-Drinks trinkt, weil er irgendwie offensichtlich nur zum Ficken, ja. Ja, und vor allem halt auch, der hatte auch noch nicht die Figur wie nachher bei Marvel. Also, keine Ahnung. Naja. Also, ich meine, ein hübscher Bengel ist er ja trotzdem, aber er sieht jetzt nicht aus wie der klassische Aufreißer. Nee, aber er ist halt so das Paradebeispiel von diesem, weißt du, dumm Fickgut passt halt auch auf Männer. Ja, also, stimmt. So, ja, genau, so einer ist das. Ja, stimmt. So, auf der anderen Seite der Coolness-Waage hat die seit 1000 Jahren existierende Assassinenbruderschaft das Problem, dass irgendein Abtrünniger von denen, ihre Killer umbringt. Und dieser Mann trägt den Namen Cross. Den merken wir uns, der wird später nochmal wichtig. Mhm. Und ich sag mal, die Kacke ist erst so richtig am Dampfen, als der Vater von Wesley erschossen wird. Kurz nachdem er arschcool in guter alter Matrix-Manier mit dem Kopf zuerst durch eine Scheibe springt. Und Angelina, wie geil sieht das bitte aus? Das sieht mega cool aus. Diese Slow-Mo-Aufnahme, wie der da aus diesem Glas da rausballert, das ist schon fett. Das ist schon cool. Ja. Bonkers hoch 10, aber fett. Ja, wie Bonkers, das ist ja geil. Das ist eine Comic-Verfilmung. Sorry, aber das war nur also man muss sich einmal ganz kurz vergegenwärtigen, wir sprechen hier von 2008 und CGI-Zooms waren damals echt ein Thema. Ja, die waren echt ein Thema, dass ja. immer so arschkrasse Zooms gemacht wurden, einfach nur durch eine Greenscreen und halt so CGI-Kamerafahrten. Ja. Nicht immer richtig gemacht. Sieht so cheesy aus, dass es schon wieder geil ist. Ich find's geil. Also ich finde ja, Matthew Vaughn hat das in Kingsman, den übrigens auch Mark Miller geschrieben hat. Kingsman ja, stimmt, ist auch von ihm. Stimmt. Da hat er das ja nachher auch gemacht,
aber so ein bisschen perfektioniert. Es hat von seiner Cheesiness nichts verloren, aber sieht mittlerweile besser aus. Ja, ganz schlecht zum Beispiel hat X-Men Origins Wolverine das dann halt gemacht, ja, mit dieser, scheiße, mit diesem super geilen CGI-Zoom auf diesen Hügel. Naja, jedenfalls taucht Angelina Jolie auf und nimmt den, den armen Wesley, also Matthew McConaughey, wollte ich gerade sagen. Wer ist der? James McAvoy. James McAvoy, unter ihre Fittiche. Er wird dann in diese... Es tut mir leid. Ja, also ihr merkt schon, ich springe ein bisschen, weil da passiert echt nicht... Nee, da passiert eine Menge, aber es wird wenig erzählt. Ja. Und er wird in die Bruderschaft eingeführt und er findet heraus, dass sein Vater ein Killer der Bruderschaft war und ihm ein Millionenvermögen hinterlassen hat. Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass wir über Wanted sprechen und nicht über Triple X, aber ja. Ja, naja. Und diese Bruderschaft bildet den Wesley dann aus. Angeführt wird die Bruderschaft übrigens von Sloan, das ist Morgan Freeman. Er ist so ein alter Mentor-Typ. Und ja, da muss er durch so ein Trainingsprogramm durch, das so aussieht, dass er morgens befragt wird und dabei verprügelt. Danach muss er lernen, um die Kurve zu schießen, um so ein Fleisch, also um so ein Schwein herum und macht Messerkämpfe mit einem Metzger, wie man halt Leute ausbildet, ja, und soll so ein kleines Holzschiffchen aus einem Webstuhl fangen. Fangen, fischen, holen, also ja, sie bilden ihn im Prinzip zu einer wandelnden Waffe aus. Genau, die bilden ihn zu einer Waffe aus, auf so ganz schräge, comic-eske Art halt. Mhm, ja. Wie bei Mr. Miyagi. So, dass das Wutscheln und Wedeln oder beziehungsweise Polieren und Auftragen oder was er da tun soll, nachher dafür gut war, dass er diese Bewegungen gelernt hat. Ungefähr so funktioniert das. Ganz genau. Wird dabei halt, ja, wie Tobi schon sagte, eine ordentlich Tracht Prügel unterzogen, samt Gehirnwäsche plus Beleidigungen, weil der komische Metzger nennt ihn die ganze Zeit eine Pussy. Ja. wenn er ihn angreift und Scheiß, also ja. Ja. Er wird in diese Killerwelt halt eingefügt, mit ihren Mysterien und Co., also so ein bisschen John Wick-Style. Du wirst als Zuschauer... Ja, nur rabiater. Genau, du wirst in eine Welt geschmissen, die in sich selber funktioniert, aber das, finde ich, macht der Film halt echt gut. Man bleibt halt dran. Genau. 2 Monate vergehen mit diesem Training und am Ende dieser 2 Monate rechnet er dann mit seiner Freundin und seinem besten Freund ab. Also, ne, der geht nochmal nach Hause, weil er da die Waffe seines Vaters auch versteckt hat. Und sagt den beiden, fickt euch, und verschwindet. Er lässt damit sein altes Leben hinter sich. Und dann wird's ernst. Vor der Wohnung wartet Cross auf ihn und Angelina Jolie, Fox, und ballert los. Also da geht das Geballer richtig los. Und am Ende dieser Action-Sequenz erschießt Wesley aus Versehen einen aus der Bruderschaft, den Russen, der, glaube ich, keinen Namen hat, der wird immer nur der Russe genannt. Ja, der mit den Raketenratten. Ratten, genau. Quatsch, mit den Dynamitratten. Ja. Und daraufhin erhält er den Auftrag, Cross endlich zu töten. Genau, nachdem sie halt den Russen, den er da abgeschossen hat, das Mitglied, die haben so milchige Becken. Das sieht aus, als hätten die da eine Schicht Wachs halt irgendwie über die drüber gegossen. Regenerationsbecken nennen die sich. Genau, die Wundheilung innerhalb von Stunden oder Minuten vorantreiben, anstatt normalerweise Tagen und Wochen. Und nachdem sie den in dieses Bad halt werfen und nicht retten können, sagen sie dann James McAvoy, Atze, hör mal, das musst du wieder gut machen, jetzt musst du den Cross hier mal umnieten. Genau, denn wir erfahren nämlich auch, die Aufträge erhält die Bruderschaft nicht von irgendwelchen ominösen Auftraggebern, sondern von einem Webstuhl. Ein Plot-Twist, wie ihn sich M. Night Shyamalan nicht hätte überlegen können. Ja, also das wird auch nicht cooler, das ist so. Das ist die Erklärung. Ein Webstuhl und da tauchen Codes auf und das sind Namen. Ein Webstuhl, der durch Webfehler Binärcodes ausspuckt, die sich dann übersetzen lassen, also Nullen und Einsen, was sich dann übersetzen lässt zu Namen, die dieser ominöse Webstuhl möchte, dass sie eliminiert werden. Und ich möchte hier nochmal ganz klar rausstellen, auch für die Leute, die den Film schon kennen, das ist alles an Erklärung. Es ist und bleibt dieser Webstuhl, ungeachtet dessen, was da jetzt noch passiert. Ja, und die Interpretation dessen. Die kriegen ihren Namen aus einem Webstuhl. Und niemand beschwert sich darüber. Nicht mal die Hauptfigur. Nee. Der akzeptiert das einfach. Ja. Ja, das ist Überzeugungsarbeit, aber es wird ihm ja auch, handfest eingeprügelt. Ja, das stimmt. Trotzdem, das ist echt albern.
Naja. Also, Wesley bekommt den Auftrag, Cross zu töten. Stell mal vor, du hast eine Killerwaschmaschine, die dir deine Aufträge gibt. Du, ich habe Stephen King-Geschichten gelesen, die waren dümmer. Also, eine magische Mülltonne. Ja, nee, aber Stephen King hat mal eine Kurzgeschichte darüber geschrieben, über einen Wäschemangler, der Leute umbringt. Ey, und nachher in der Gegend rumläuft und Leute umbringt. Ich habe Rubber gesehen, ich bin auf alles gefasst, was das angeht. Ja, der Reifen mit den telekinetischen Fähigkeiten. Ja, sagenhaft guter Film. Ich habe ihn auf dem Filmfest in Hamburg damals gesehen und bin danach echt aus dem Kino raus. Wurde danach gefragt, wie ich den Film fand, wo ich mir auch dachte, die Leute, die mich da interviewt haben, das war auch mit Fernsehteam und so, ihr habt den Film nicht gesehen, oder? Ich stand echt da so, wie kann man mich das fragen? Der war genial. Naja, also, wie gesagt, der Wesley bekommt den Auftrag, endlich Cross zu töten, und Fox bekommt den Auftrag, Wesley zu töten. Oh, Konflikt. Die Mentorin soll ihren Schüler töten. So, und die fahren dann nach Frankreich in so ein altes Schloss und ganz viel Blabla über die Bruderschaft, was nichts an der Tatsache ändert, dass sie ihre Aufträge von einem Webstuhl bekommen, sondern nur, woher der Webstuhl kommt. Und das ist halt die saubere Bruderschaft. Genau, und da gibt's dann eine kranke Schießerei in einem Zug. Hier, ich sag mal, die glorreichen Zeiten der Comic-Verfilmungen, wo Kollateralschäden nicht mal erwähnt werden. Die bringen einfach einen kompletten, richtig langen Fernzug zum Entgleisen voller Menschen. Und niemand redet darüber, dass die alle tot sein müssen. Ja. Weil das Ding fällt eine Schlucht runter. Ja, man ist allerdings auch in dieser Szene sehr gebannt vor dem Bildschirm, weil sich eine Fechtorgie an Kugelhagel sich uns offenbart, nämlich dass, wenn zwei Leute die ganze Zeit aufeinander schießen, aber wenn im richtigen Winkel dagegen geschossen wird, dann trifft man genau die Kugel seines Gegenmannes, sodass damit nichts mehr passiert. Und das ist so geil, Alter. Die wehren Kugeln mit Kugeln ab. Das ist einfach so fett. Und im letzten Moment, kurz bevor Wesley aus dem Zug zu fallen droht, weil er hängt selbstverständlich über einer Schlucht, greift Cross seinen Arm und versucht ihn zu retten. Woraufhin Wesley, was ist Cross-Motivation? Was soll das? Woraufhin Wesley Cross erschießt. Und da finden wir raus, mit seinen letzten Atemzügen, Cross ist eigentlich Wesleys Vater. Mein Gott. Mein Gott. Das war krass. Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich wirklich damals nicht kommen sehen. Echt? Aber das war mir auch ein bisschen egal, muss ich sagen. Ach, das weiß ich nicht. Es gehört in dem Moment, irgendwie gehört das dazu. Ja, irgendwie schon, ne? Und naja, er kriegt dann raus, also der Wesley von einer egalen Figur, die ich jetzt nicht erwähne, dass der Sloan, Morgan Freeman, der Anführer der Bruderschaft, die Weissagungen oder die Prophezeiungen des Webstuhls manipuliert und eigene Namen einträgt, die er gerne tot sehen würde. Stimmt, von dem Architekten dieser besonderen Kugel, von dem erfährt er das. Von einem, die das machen, ja. Und das Schlimmste, was er da an der Stelle noch macht, ist vor allem auch Namen zurückhalten, die der Webstuhl ausgespuckt hat, nämlich unter anderem seinen eigenen. Genau. Weil also Sloan sollte längst getötet worden sein. Genau, weil das Ding ist, der Sloan prügelt, gibt all seinen Kompagnons, die unter ihm sind, all seinen Killern quasi mit, ihr befolgt nur Aufträge. Ihr seid nicht dazu da, um den Webstuhl zu interpretieren oder euren Auftrag zu hinterfragen. Ihr befolgt einfach nur Aufträge. Das Interpretieren übernehme ich. Genau. Und die Macht nutzt er halt eben aus, um sich selber zu retten und seine eigene Machtposition zu stärken. Und auch seine besten Killer zu behalten, die seine Machtposition für ihn stärken. Also stellt sich Wesley gegen die Bruderschaft. Er bastelt sich eine Armee aus, Achtung, Selbstmordrattentätern. Mhm. Oder? Ja. Kann man machen, oder? Volle Pulle. Ja, hab ich auch ein bisschen stolz drauf. Ja, Prosa im Jambus. Finde ich großartig. Also, er bastelt halt einen Haufen Bomben an einen Haufen Ratten. Und fährt sie mit so einem Mülltruck in diese, Webereifabrik, in der die sich verstecken, halt rein, lässt die ganzen Ratten frei und die explodieren und machen ihm praktisch den Weg frei, dann da reinzurennen und alles und jeden da drin zu Klump zu schießen. Das Beste an der Stelle ist eigentlich, wie er dem Typen, den Repairman, wie er heißt, also der ihn immer verprügelt hat da morgens, so durchs Auge schießt, die Knarre ins Auge steckt und durch seinen Hinterkopf dann weiter Leute erschießt. Das ist großartig. Ja. Also da, mit sowas kriegst du mich ja, mit so einem Quatsch. Volle Pulle, also stellt euch halt wirklich vor, ganz Akimbo trifft Equilibrium. So. Ja, ein bisschen schon, ne? Ja. Mit einer leichten Affäre mit Shoot'em Up. Ja.
Mit der oh Gott, schul ihm ab. Da gibt es einfach eine Szene, wo die Vögeln und während des Vögelns erschießt der Leute. Das ist großartig. Ja, auf jeden Fall. An der Stelle mal mehr, sobald er wieder in irgendeinem Streaming-Dienst ist. Ah, sobald schul ihm ab verfügbar ist, irgendwo. Was ansonsten, ansonsten machen wir das echt hardcore beim nächsten Mal. Weißt du was, dann einfach für die Zuhörer. Fred wird irgendwann wieder krank. Holt euch Shoot'em Up und dann reden wir darüber. Dann können wir sicher sein. Hausaufgaben, kauft euch Shoot'em Up auf DVD oder Blu-ray. Und dann sprechen wir in Ruhe darüber. Genau, und dann können wir das auf jeden Fall von unserer Liste streichen, weil wir wissen, ihr habt den. Alter, meinst du, wie das Studio guckt? Wieso haben wir in einem Monat 20.000 neue DVDs von einem 20 Jahre alten Film verkauft? Clive Owen kommt wieder, Clive oder? Clive Owen ist wieder da. Naja, egal. Anderer Film, andere Stadt. Also, Wesley ballert sich da durch den Raum, bringt alle um und taucht dann ganz am Ende in der Bibliothek. Die haben da so eine komische Bibliothek auf, das ist so ein runder Raum. Und dort steht die Elite, abgesehen von Repairman und dem Metzger, weil die beiden sind tot, im Kreis um Wesley herum. Und Sloan kommt rein und offenbart, dass er das tatsächlich manipuliert hat, um alle zu schützen, die er unter seinen Fittichen hat, also eben diese ganzen Killer. Das fand ich aber einen geilen Move, als ich es das erste Mal gesehen habe. Ich finde das super. Dass halt wirklich kommt und sagst du, ja, habe ich gemacht. Und dann hier ja. Hier ist dein Todesauftrag, genau. Hier ist dein Todesauftrag. Genau, ja. Und jeder, der den Kodex halt hier wirklich 1:1 befolgen möchte, sollte sich jetzt eine Waffe an den Kopf halten. Voll cool. Genau, und die Einzige, die Eier dafür hat, ist Angelina Jolie alias Fox. Und Fox schießt in eine Kurve. So wie sie es gelernt haben. Wie sie es gelernt haben. Ach stimmt, die kommen um Ecken schießen, das habe ich vergessen zu erzählen. Nee, das hast du erzählt. Hab James McAvoy sollte das ja lernen. Also eine, ach stimmt, mit dem Schwein, genau, ja. Also, und sie schießt einmal im Kreis und tötet alle inklusive sich selbst, außer Sloan, weil er steht nicht in diesem Kreis. Genau. Der überlebt und rennt weg. Am Ende sehen wir dann, dass Wesley wieder pleite ist. Er hat noch $14. Ja. Arbeitet wieder in einem Großraumbüro. Sein Leben ist wieder scheiße. Oder? Denn wir sehen nur, als Fox dann auftaucht, Sloan dann auftaucht und ihn erschießen will, dreht sich irgend so ein Statist um, denn er war nur ein Lockvogel und aus meilenweiter Entfernung schießt Wesley ihn dann in den Kopf, dreht sich in die Kamera und sagt, und, was hast du heute gemacht? Ende des Films. Ja, genau, also er hat sein Leben komplett umgekrempelt, rumgedreht, also man kriegt so ein bisschen Fight Club in zwei Sätzen so ein bisschen, ne? Ja, hast du dein Leben halt wirklich verändert, weil er hat's gemacht und was hast du jetzt halt irgendwie getan, außer rumzusitzen und man sieht's ja bei ganzen anderen Figuren halt noch, ne? Deine Freunde betrügen, sich Donuts reinpfeifen, einfach scheiße zu anderen Leuten sein, aber er hat das alles abgeschüttelt, denn er ist jetzt ein Gun-Fu-Meister. Mörder, was auch immer. Aber er hat sich auf jeden Fall dazu entschieden, diese Dinge jetzt halt zu tun. Man muss übrigens dazu sagen, vor allem, weil das heute im Laufe der Folge noch eine Rolle spielen wird, laut diesem Film sind das die Guten, die sorgen für die Balance in der Welt. Warum? Also dieser Webstuhl. Mhm. Und die Leute, die dann die Namen auslöschen, die auf diesem Webstuhl erscheinen. Ich erkläre gleich, wie das in den Comics funktioniert hat. Da war das ein bisschen cooler. Ja, in dem Film ist es halt wirklich einfach so, du hast das Gefühl, es ist so Highlander-mäßig. Weißt du, wenn die sich über den Haufen säbeln, dann hast du zwar einen coolen Film irgendwie gesehen und coole Effekte, aber am Ende stehst du da, ja, aber irgendwie war das so euer Ding, ne? Die Welt hat sich trotzdem um euch herum gedreht die ganze Zeit. Das ist halt irgendwie euer Kosmos. Das ist eigentlich scheißegal, was ihr macht, solange mich nicht stört, ist halt cool. Fun Side-Fact zum Comic übrigens an der Stelle schon mal, das mit dem vierten Wanddurchbrechen am Ende, das macht er in dem Comic auch. Das ist das Ende des Comics. Also er guckt da nicht in die Kamera, sondern aus dem Panel raus, sondern da gibt's so eine Abfolge von Bildern und da beleidigt er den Leser halt als Wichser, der sein Leben nicht auf die Reihe guckt und lieber eine DVD-Sammlung sich anschafft und Comic liest, als etwas zu tun und endet dann mit den Worten, der guckt so geil, so mit so einer aufgerissenen Fresse, so und da drüber steht halt in der Sprechblase, das ist das Gesicht, das ich mache, wenn ich dich in den Arsch ficke. Ich habe das Comic eine Weile nicht gelesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei solchen Sachen frage ich mich immer, weißt du, wenn du das halt liest, so für den Average-Comic-Leser, okay, ja, irgendwo beleidigend, ne? Mhm. Aber das jetzt, wenn du einen Comicbuchladen besitzt, ist so da so, ja, was fange ich wohl mit meinem scheiß Leben an? Das ist halt echt so, ja. Ja, das ist Wanted, ein Meisterwerk, wie ich finde. Man könnte jetzt an der Stelle über Filminterpretationen und Bildanalysen sprechen, aber man muss auch sagen, das gibt der Film einfach nicht her. Also der erklärt sich sehr deutlich einfach, so was von dem, was er gerne hätte, von
dem, wer die Leute sind. Es ist alles irgendwie so ranzig und eklig porträtiert. Also auch diese Fabrik, wo die sich da alle aufhalten, oder diese Regenerationsbecken und so. Das ist nicht so ein cooler Star Wars Bacta-Tank. Das ist einfach so ein Betonloch in einem rattenverseuchten Keller, ja, wo die dann da halt rumpennen. Also es ist alles so ein bisschen Secondhand John Wick. Ja, und die ganze Botschaft des Films ist ja im Prinzip, solange du was für dich machst, ist es besser, als wenn du für jemand anderen halt was tust. Ne? Also steh für dich selber ein. Ja, ne? Genau, also jetzt nicht für jemand anderen was tut im Sinne von sein Egoist, sondern ach so, nee, arbeite nicht für andere, arbeite für dich. Ganz genau, arbeite daran, dass du besser wirst und nicht, dass du für andere gut bist. So. Genau. Ja. Und wenn dein Freund mit deiner Freundin schläft, dann sind die beiden es nicht wert, mit dir rumzuhängen. Ganz genau, ja. Also so die Idee. Ist ja auch erstmal eine nette Idee und erinnert so ein bisschen an eine ja, halt auch so ein bisschen auch so durch die Blume, so hör auf, also sehr toxisch dann auch irgendwo an der Stelle, dieses hör auf, ein Weichei zu sein quasi. Ja, nimm dein Leben selber in die Hand halt. Genau, ne? Ja. Also dieses Toxische, was ja auch der eine Kritiker da angesprochen hat, das schwingt da voll mit. Volle Pulle. Also der volle Pulle, diese Machtfantasie vom Loser zum plötzlich, weißt du, so am Anfang von der Gesellschaft verstoßen, weil er ein Loser ist, und dann aber von der Gesellschaft verstoßen zu werden, weil er einfach 1000%iges Arschloch halt einfach wird, ne? Also ja. Die Hauptfigur von James McAvoy, die ist auch wirklich unliebsam in dem ganzen Film. Das ist ein richtiger Lappen teilweise so. Ja. Ich mag aber James McAvoys Performance sehr gerne. Ja. Also das macht richtig Spaß, ihm dabei zuzugucken. Und ich finde es richtig schade, dass sie den Comic nicht 1:1 verfilmt haben mit James McAvoy in der Rolle. Also auf eine schräge Art, wäre ich da froh drüber, aber dazu später mehr. Die Idee ist tatsächlich also von dem Mark Miller gewesen, so eine Art Gegenmodell zu Spider-Man zu bauen. Nein, na klar, die Grundprämisse ist die gleiche. Wir haben einen Loser, der auf einmal in eine andere Welt eingefügt wird und praktisch Superkräfte hat. Also haben die ja. Da geht es irgendwie darum, dass es Menschen, also in dem Film wird das erklärt, dass es Menschen gibt, die ihre Herzfrequenz auf 400 Schläge pro Minute hochballern können und ihren Körper praktisch überschwemmen mit Adrenalin und dadurch so eine Art Zeitlupe, so eine Bullet Time sehen können. Und ja, deswegen können die halt so krasse Sachen wie um die Kurve schießen und so. Es ergibt alles wahnsinnig wenig Sinn. Aber in der Welt ergibt das irgendwie Sinn. Ich wollte gerade sagen, und nicht ohne Grund gibt es mehrere Auflistungen, Sendungen und irgendwie Klärungsversuche nachzuschauen, weil in der Welt wirkt das erstmal logisch. Ja, klar, wenn ich halt schieße und dabei halt eine Kurve mit der Hand mache, natürlich kann eine Kugel dann sich irgendwie so drehen, dass die um jemanden rumfliegt. Und dann ist sie so korkenzieherartig geformt und dann geht das. Ja, volle Pulle, ey, auf jeden Fall. Das ist einfach nur faul, das ist einfach nur Übung. Ja, ich muss mal meinen Arsch hochkriegen, aufhören, DVDs zu sammeln und anfangen, Leute abzuknallen. Warte, das ist eine merkwürdige Message. Das sollten wir so nicht stehen lassen. Leute, geht nicht raus und tötet Menschen. Und kauft euch weiter DVDs. Ja, auf jeden Fall. Kauft mehr DVDs. Der Markt ist fast tot. So. Jetzt habe ich das schon so oft gesagt. Und bevor wir zu, ich sag mal, zur Realität kommen, würde ich jetzt erstmal gerne einmal das Comic erklären. Einfach, weil ich schon zu oft gesagt habe, ich will die Leute jetzt nicht noch länger warten lassen. Was hat es mit dem Comic auf sich? Das sind insgesamt 6 Bände, die lesenswert sind, aus einer etwas morbiden Grundhaltung heraus. Ja, die morbider Voyeurismus, ganz ja, krass. Ja, also es verhält sich ähnlich wie bei The Boys, nur dass, also ich persönlich mag das Boys-Comic ja überhaupt nicht. Ich finde, das ist mir zu stumpf, weil es ja, so nur anderen, Gewalt ist. Aneinanderreihung von Obszönitäten halt einfach meistens. Also die haben mit der Serie, haben die es schon besser gemacht. Ja, die haben dem halt eine Handlung gegeben. Ja. Das reicht mir auch, ehrlich gesagt, schon. Yep. Weil die Idee ist ja cool, aber der Comic hat einfach keine Handlung. Das ist voll der Scheiß. Naja. Und hier ist es halt so, nicht so ähnlich, aber so stilistisch so ähnlich. Also wir nehmen das Superhelden-Genre mal komplett auseinander. Denn Superhelden in der Welt von Wanted existieren, beziehungsweise existierten. Die Prämisse ist nicht, dass vor knapp 1000 Jahren irgendwelche Leute festgestellt haben, dass irgendwelche Namen aus irgendwelchen Webstühlen kommen, sondern es gab halt Superhelden und es gab Superschurken. Und die Superschurken haben 1986 in einer finalen Schlacht, die 3 Monate dauerte, es geschafft, die Superhelden zu besiegen, fast alle zu töten und die restlichen Superhelden, inklusive der Menschen auf der gesamten Welt, mit dem Empire State Building, das ist nämlich eine Maschine, ja, stimmt, alle umzuprogrammieren, dass alle das vergessen, inklusive der noch lebenden Superhelden. Deswegen, Adam West ist Batman,
weiß es aber nicht mehr. Der hat nur noch so leichte Erinnerungen daran. Deswegen spielt er Batman. Ah ja. Und fickt übrigens Robin, aber das ist eine andere Geschichte. Also den Schauspieler von Robin. Und ja, so ist das da. Superman und so, die hat es alle gegeben. Die sind alle entweder tot. Also Superman lebt auch noch, allerdings sitzt er im Rollstuhl. Christopher Reeve und so. Alles klar. Ja, so ein bisschen hat so ein Geschmäckle von Drawn Together. Ja. An der Stelle. Und der Anfang des Comics, also abgesehen von dieser Grundgeschichte, ist im Grunde die gleiche. Also der Wesley Gibson ist halt ein Loser, dessen Freundin ihn mit seinem besten Freund und, Zitat, mit jedem anderen Schwanz, den sie auf der Straße findet, betrügt. Er rastet halt aus, nachdem er Fox kennenlernt. Fox ist allerdings, die sieht original aus wie Foxy Love aus Drawn Together. Ja. Also beziehungsweise Foxy Love sieht aus wie Fox aus Wanted. Mhm. Das war mir nicht klar. Aber inklusive dieser Ohren und den roten Klamotten und so. Und schwarz und nicht Angelina Jolie. Und die nimmt ihn halt unter die Fittiche. Sein Vater, oder vermeintlicher Vater dann ja erstmal, ist nicht getötet worden, während er in irgendeinem Businessraum war und springt durch eine Scheibe und bla, sondern naja, der filmt zwei Typen beim Ficken und will da auch mitmachen, also kurz danach. Weil der hat schon mit über 5000 Frauen geschlafen und ab und zu braucht er mal was Schwules und wird dabei erschossen. Ja, ja, soweit so logisch. Soweit so logisch. Da sind wir wieder voll bei The Boys, ne? Die sind alle komplett kaputt. Ja, volle Bulle. Es ist halt einfach dieses freien Geist bis zum Verrücktsein ausleben quasi, ne? Voll. Denn die Bruderschaft ist, wie gesagt, nicht irgendwelche Weber-Jungs, sondern das sind die Superbösewichte. Und deren Nachkommen und neue und so weiter, die heimlich die Welt regieren durch die Bruderschaft. Und das sind halt auch so Mutanten wie in DC-Comics und so, das sind alle, komme ich gleich nochmal zu, alles so Abklatsche. Oh, so arschgeile Kostüme halt auch. Ja, genau, aber die dürfen sie nur bei den offiziellen Anlässen tragen, weil ja keiner wissen soll, dass es Superschurken noch gibt. Ja. Nur bei den offiziellen Anlässen. Ich hätte es viel zu witzig gefunden, wenn sie das Kostüm von James McAvoys Figur halt wirklich auch im Film verwendet hätten, aber. Ja, das sieht schon cool aus. Der sieht halt ein bisschen aus wie der Punisher, ne? Ja, schon. Und naja, der The Killer heißt er da übrigens. Das ist sein Super-Villain-Name, also Wesley Gibson. Super-Villain-Name ist The Killer. Und der Vater hieß The Original Killer. Und seine Superkraft ist halt, genau wie im Film, kommt das auch, dass der die Flügel von Fliegen wegschießen soll. Das kann er da auch. Mhm. Und weil der einfach, der ist so. Den gibt's aber bei X-Men gibt's da auch einen, der einfach so lächerlich krank mit Knarren umgehen kann. Und das ist da seine Superfähigkeit. Also das sind wirklich eine Superkraft, die er da hat. Mhm. Wie krass der mit Knarren umgehen kann. Und ja, allerdings ist seine ersten Aufträge nicht hier, der Webstuhl hat gesagt, töte Businessman XY, wie im Film, sondern der geht erstmal auf einen Rachefeldzug, tötet jeden, der ihn jemals genervt hat. Also jeden, inklusive eines unfreundlichen Plattenverkäufers, der tötet irgendwie 60, 70 Leute da in den ersten zwei Wochen. Einfach nur jeden. Vergewaltigt irgendeine Prominente, um zu gucken, ob die Bruderschaft das auch gedeckt kriegt. Kriegen sie hin. Kriegt keiner mit. Also total krank. Und seine Trainingseinheiten sind im Grunde so wie bei dem Film, nur kranker. Also der wird zum Beispiel bei der Verprügelstunde morgens nicht befragt. Der kriegt einfach nur auf die Fresse. Ach so. Ja. Denn, das ist schon eine Weile her, dass ich das Comic gelesen habe. Deswegen, danke für den Recap auch an der Stelle. Das ist echt schon ewig. Das ist komplett krank. Zitat, wie willst du sonst deine schwule Angst verlieren, mal was auf die Nase zu bekommen? Das ist der Grund für dieses Training. Der arbeitet nicht mit Messern an irgendwelchen Schweinehälften rum, sondern der muss jeden Tag 8 Stunden Kälber schlachten, damit er sich dran gewöhnt, Dinge umzubringen, unschuldige Dinge. Und ich zitiere, nach 3 Wochen hatte ich 4 Zähne verloren, mir den Kiefer und 3 Rippen gebrochen und eigenhändig 12.817 Nutztiere umgebracht. So, das war sein Training im Comic, damit er halt komplett krank wird einfach. Ja, ja. Ich sehe da auch überhaupt gar keine Formel dahinter, wie das nicht schief gehen könnte. Ja. Und die Handlung ist nicht, dass er noch einen Geheimvater hat, der später wieder auftaucht. Nee, der Original Killer lebt einfach noch. Und die Handlung ist, dass ein Typ, der ganz klar nicht der Joker ist, Mr. Rictus, halt keinen Bock mehr auf diese Geheimhaltung hat von den Superschurken und eine Superschurkenfamilie, es gibt 5, nach der anderen irgendwie abschlachtet und sagt, ey komm, wir machen jetzt hier richtig Tohuwabohu, scheiß auf die Geheimhaltung. Mhm. Und das versuchen er, also Wesley und Fox, dann halt eben aufzuhalten. Unter anderem fliegen ja auch in andere Dimensionen, um da weitere Superhelden umzubringen, weil denen langweilig ist. Man fragt sich halt nur, während man das Comic halt irgendwie liest, auch
Ja, aber wenn halt auch irgendwie alle Helden mittlerweile Gemüse sind auf irgendeine Art und Weise, wo ist denn dann das Problem? Ja, denen ist halt langweilig. Das nee, ist das Problem. Nee, ich meine halt einfach nur, selbst wenn die Superschurken jetzt halt irgendwie alle niedergemetzelt werden, also, so von wegen, das muss geheim gehalten bleiben. Who the fuck cares, Alter? Naja, die regieren die Welt. Ja, ich weiß, aber dann sollen sie sagen, wir fürchten um unseren Arsch und nicht, nee, das muss hier geheim gehalten werden. So, nee, das ist es nicht. Ihr wollt einfach nur nicht selber ins Gras beißen, Leute. Ja, also das ist da auch Thema tatsächlich. Also es gibt ein paar, den Dollmaster zum Beispiel, der auf gar keinen Fall der, wer ist der, Toyman aus Superman ist. Mhm. Der hat zum Beispiel Angst davor, umgebracht dann zu werden. Also, dass Superhelden aus anderen Dimensionen, weil es spielt halt einfach eine Rolle, es gibt einfach andere Dimensionen, die halt dann in deren Dimensionen kommen, um da aufzuräumen. Deswegen halten die sich bedeckt. Kann man mal sehen, ein Remake davon wäre vielleicht jetzt mal, obwohl, nee, da darf auch gerne mal alleine stehen bleiben, aber ein heutiges Remake dahinter wäre schon ganz witzig. würde heutzutage in die perfekte, wahrscheinlich The Boys-Kerbe halt reinschlagen. Voll, ja. Ist ja die gleiche Idee. Genau, ja. Und hat vor allen Dingen jetzt den Nährboden dafür, was Multiversen und Co. halt angeht. Ja, stimmt, das ist im Prinzip eine Mischung aus der Multiverse-Chaoten-Scheiße vom MCU und das, was The Boys macht, nämlich, naja, Superhelden sind eigentlich Superschurken. In dem Fall sind es ja gar keine Superhelden, das waren von Anfang an die Superschurken, die Superhelden sind ja Gemüse oder ficken Robin. Jo. da passieren Dinge, das ist unglaublich. Das ist so ein kranker Scheiß. Also der Wesley ist auch ganz klar, also die tun auch nicht so, als wäre es anders. Wesley ist der Böse in der Geschichte. Es gibt nur noch Bösere. Aber für die Menschen, Alter, der macht nichts anderes, als Leute zu töten und Menschen zu vergewaltigen. Auch Männer, Frauen, scheißegal. Wenn der Bock hat, vergewaltigt, es gibt eine Szene, da ist er danach traurig, weil er den Sinn seines Lebens gerade hinterfragt. Nicht wegen seiner Tat, sondern weil ihm so langweilig war. Während er ein komplettes Polizeirevier erschossen hat. Einfach so, als Feierabendbeschäftigung. Also das ist wirklich, also der ist nicht der Gute. Das ist ein ganz, ganz furchtbarer Mensch. Und das ist halt wirklich das, was der erste Kritiker, den du vorhin vorgelesen hast, gesagt hat, diese Machtfantasie von irgendwelchen ungefickten Arschlöchern. Ja, Komitee von 13-Jährigen. Well. Das ist das. Also das ist wirklich so ein Pamphlet für Incels. Aber macht sich logischerweise eben auch massiv darüber lustig. So, und ich habe jetzt ein neues Wort für euch mitgebracht. Eins, das wir auch bei den Kack- und Sachgeschichten hätten sehr viel früher lernen sollen. Nämlich, es gibt einen Oberbegriff für die Worte Hommage und Parodie. Und zwar heißt das Pastiche. Aha. Und eine wohlwollende Pastiche ist eine Hommage und eine nicht wohlwollende Pastiche ist eine Parodie. Ach, interessant. Pastiche. Pastiche. Also Pastiche ist ein Kunstwerk, das sich auf etwas Bestehendem orientiert. Ah, witzig. Ich dachte, Pastiche klingt so ein bisschen wie etwas, was ich im Frühstücksbrunch bestelle. Ja, voll. Ja, was Süßes. Ja. Was Süßes mit Gebäck. Was mit Ei. Was mit Ei, ja. Pastiche, Quiche klingt ja, ne? Ja. Was Süßes ist aber auch nicht schlecht. Ja, so Ei auf Hefegebäck. Ja, sowas. Oder im Blätterteig mit Honig oder so. Ja. Genau, Pastiche. Und die meisten Charaktere da drin, also in den Comics, sind Pastiches. Zum Beispiel haben wir den Anführer, also der Sloan. Der heißt in den Comics, heißt der Professor Seltzer. Das ist im Grunde Lex Luthor. Dann hast du Mr. Rictus, den ich vorhin schon erwähnt habe, der noch bösere. Das ist der Joker. Der sieht auch im Grunde aus wie der Joker, aber nicht geschminkt, sondern verfault. Weil der war mal ein Hardcore-Christ und hatte dann einen furchtbaren Autounfall. Und nachdem er 2 Minuten umpetisch tot war und festgestellt hat, fuck, es gibt kein Jenseits, ist er durchgedreht und hat gesagt, scheiß drauf, es gibt keine Folge, es gibt keine Hölle und es gibt keinen Himmel, also ich kann hier machen, was ich will. Und sieht halt aus wie, also der grinst halt immer, weil ihm die Fresse so weggefault ist. Mhm. Dann Dollmeister habe ich gerade schon erwähnt, dann gibt's noch Nightshade, das ist Poison Ivy. Am geilsten finde ich Bizarro, ne, aus Superman, der heißt hier Fuckwit und ist geistig behindert. Alter. Man hat halt die Kräfte von Superman. Der ist halt hier auch wieder eine Parallele zu The Boys. Der ist ein Klon von Superman. Ne, also wer die Boys Comics kennt, in der Serie haben sie es anders gemacht, aber in den Comics ist Black Noir ein Klon von wie heißt der, Homelander. Und der ist allerdings nicht ganz richtig im Kopf, weil dieser Klonvorgang halt schiefgelaufen ist. Und das ist Fuckwit eben auch. Der ist, eigentlich ist er ziemlich niedlich, weil der halt so den Verstand eines 3-Jährigen hat. Und man muss ihm immer das Gegenteilige sagen, damit er das tut. Also, hol mir mal kein Bier, dann holt er dir ein Bier. Ja.
Aber der wird umgebracht, wie alle. Sucker gibt's noch, das Parasite of Superman, aus Superman. Und dann meine beiden absoluten Lieblingsfiguren. Der eine ist tatsächlich auch noch eine Parodie, nämlich Shithead. Das ist im Grunde Clayface, also so ein Gestaltwandler. Und Shithead besteht aus der Scheiße der 666 bösesten Menschen aller Zeiten. Zitat: In ihm steckt ein bisschen Hitler, eine Spur Ed Gein, ein halbes Pfund Jeffrey Dahmer. Er kann seinen Körper so hart machen wie eine Verstopfung und so weich wie Durchfall. Ja, ich sehe hier gerade. Oh ja, Shithead, Alter. Shithead, bester Mann. Alter, ich habe das Comic wirklich richtig lange nicht gelesen. Jetzt habe ich es aber auch zum sechsten Mal halt irgendwie gesagt. Ey, großartig, ja, Shithead. Shithead. Und mein Lieblingscharakter eigentlich ist Johnny Two Dicks. Der beschrieben Was wird, kann der bloß? Ja, der wird beschrieben als der Latte Macchiato des Verbrechens. Der hat zwei Pimmel. Und einer von den Pimmeln hat ein Eigenleben. Und ist ein Verbrechergenie, der ab und zu das Denken übernimmt und seinem Körper zwingt, fiese Dinge zu tun. Der tötet zum Beispiel hier den Fuckwit. Ja. Und der sagt, nein, Fuckwit, ich muss es tun, mein Schwanz sagt es mir. Und dann bringt er den um. Ist komplett krank, Johnny Two Dicks. Also es scheint halt Two-Face zu sein, nur halt mit zwei Schwänzen. Das ist komplett irre. Da fragt man sich halt auch wirklich, wenn man das so hört, Alter, wer hat dieses Comic durchgewunken? Ne? Also laut dem Autoren selbst steht hinten, ist so ein bisschen die Origin-Story des Comics. Als er selber fünf war, also der Autor, der Mark Miller, als der fünf war, hat er ein Buch gefunden, wo die Geschichten von Superman drinstehen. Hm. Oder drin standen. Und der kannte Superman immer nur aus den Comics und aus dem Fernsehen und dachte, weil es ein Buch ist und er fünf war und gerade so ein bisschen lesen konnte, dass Superman existiert. Und sein deutlich älterer Bruder, der wohl scheinbar ein Wichser war, wenn man diese Geschichte liest, klingt der echt wie ein Arschloch. Also nicht der Geschichte wegen, sondern auch wegen drumherum, was er da so erzählt. Ja. Der hat ihm halt erzählt, dass Superman mal real war, aber die Superschurken gewonnen haben und das Gedächtnis aller Menschen gelöscht haben. Also genau die Story, die er nachher in Wanted halt eben dann verbraten hat. Ist halt, und die Erklärung war, nur ein paar bekiffte Comiczeichner haben noch vage Erinnerungen daran und deswegen schreiben sie Comics. Also laut Mike Miller selbst, er bekifft beim Comiczeichnen. Ja, perfekt. Er denkt sich sowas aus. Ich sag ja, ja, ne, schreib das, worüber du, ne? Ja. Schreib was, wovon du Ahnung hast, die besten Geschichten, schreib das Leben selber. Übrigens hier, wen hast du noch mal als Poison Ivy genannt? Nightshade oder nee? Nightshade. Ist das nicht eher Catwoman? Nee, das ist Poison Ivy. Also die kann, die setzt auch ganz New York unter Pflanzen. Ah, okay. Ja. Die sieht aber eher ein bisschen aus wie eine grüne Catwoman. Ja, ja, stimmt, ja. Ja. Also so eine grün-schwarze Catwoman, aber die hat die Kräfte von Poison Ivy. Und wird von Wesley über den Haufen geschossen. Die werden alle von Wesley über den Haufen geschossen. Das ist so ein kranker Wichser, ey. Aber die anderen sind halt auch krank, ne? Die sind einfach alle krank. Das sind alles die Bösen. Ja. Oh man, eine schöne Idee für einen Comic. So, komm, lass mal eins schreiben, wo einfach alles Arschlöcher sind. Und auch so ohne irgendwelche Doppeldeutigkeit oder so. Nein, das sind einfach schlechte Menschen. Ja, voll. Ah ja, hier stimmt. Dieses geile Kostüm mit der Maske auch noch, die so ein bisschen Batman-mäßig gedingst halt aussieht, selber gefriemelt. Ja, es sieht so ein bisschen aus. Er sieht ein bisschen aus wie nicht wie der Punisher, wie. Ja, so eine Mischung aus Punisher und Deadshot. Deadshot und Deathstrike und so. Ja, genau. Vor allen Dingen. Ah ja, stimmt, er sieht wirklich fucking aus wie fucking Eminem in den Comics. Mann. Das ist krass, ne? Sogar mit Ohrring. Ja. Auch mit diesen blonden Haaren und so. Hm. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz furchtbarer Charakter. Hätte ich aber wirklich gerne gesehen. Mit James McAvoy in der Hauptrolle. Wie der da so ausrastet und einfach mal einen schlechten Menschen spielt. Aber hier sehen wir wieder ein schönes Beispiel dafür, dass Hollywood nicht die Eier hat, solche Stoffe zu verfilmen, wie sie gedacht waren. Ja, sie haben ja in dem Film sind sie, ich würde mal sagen, die ersten 40 Minuten sind sie ja wirklich sehr nah dran. Und ja. Dann haben sie sich einfach kreative Freiheit genommen bei dem ganzen Ding. Und dann irgendwie das sind halt Leute, die auf dem Webstuhl hören. Ja, Sachen, die dann irgendwie cool sind und dann hast du das aber einfach. Aber ey, nach wie vor, wir sitzen hier und reden heute über den Film. Ne? Obwohl, ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, wir genauso machen wir unsere Podcast-Folgen auch. Wir werfen irgendwelche random Folgen in eine Kloschüssel und die oben schwimmen, werden dann gemacht. Und heute war's Wanted. Getragen von Shitface. Von Shithead. Shithead. Von Shithead. Stimmt, der nennt den nämlich irgendwann mal Fuckface, um den zu beleidigen. So, ich werde dich umbringen, Fuckface. Und dann steht da. Mein Name ist Shithead, nicht Fuckface. Das sollte eine Beleidigung sein, du Vollidiot. Und dann knallt er den ab. Aber es bringt nichts, weil der ja aus Kacke besteht. Ja. Also müssen die den, dann stopfen die den ins Klo und schütten da Bleiche drüber.
Ey, vor allen Dingen stell dir mal vor, du hast schon so die Arschkarte gezogen im wahrsten Sinne des Wortes und bist halt einfach Shithead. Du bist doch gemacht aus Scheiße, so, ne? Kannst klar hart werden wie eine Verstopfung, aber auch weich wie Dünnpfiff. Ich meine, erstmal eine coole Fähigkeit irgendwo. Ja, der tötet auch diesen Lex Luthor-Verschnitt, ja. Dr. Seltzer. Aber, was wollte ich gerade sagen? So, ja, aber dein Schicksal ist halt einfach, dass du komplett von oben bis unten aus Scheiße bestehst. Der besteht nur aus Scheiße. Und in den Comics wird auch gesagt, dass keiner weiß, wo genau er herkommt. Also, ob er in der Kanalisation entstanden ist durch Magie oder durch irgendwelche merkwürdigen Experimente, aber man weiß, dass er aus den 666 bösesten Menschen besteht. Tja. Also aus der Scheiße von diesen Personen. Ja, ja, die ja irgendwie alle zum selben Club dann gehören, offensichtlich. Ja, was soll man sagen? Mark Miller ist einfach ein Visionär. Alter, der scheiße Dämon von Golgatha aus Dogma. Ja. Kevin Smith, der alte Comic-Nerd, der kannte den bestimmt und hat das biblisch gemacht. 100 pro. Weil der scheiße Dämon vom Golgatha aus Dogma besteht ja aus den Gottes Willen, aus den Scheißhaufen, die im Moment des Todes der drei Verbrecher, die mit Jesus zusammengekreuzigt waren, runtergefallen sind. Genau, dafür ist das aber ist Shithead. Aber ein riesengroßer Haufen Scheiße dann halt irgendwie mal Shithead. Weil das Geile ist, wenn da wirklich in dieser Justice League, der Unjustice League der Arschlöcher dann halt irgendwie immer noch Shitface da ist. Einfach so ein Typ, der die ganze Zeit dauerbesoffen ist. Shitface, so ein Ire. Kiss me, I'm shitfaced. Ja, das ist Shitface. Good to meet you, fucking hell, Mom. Fuck you, look at that. Scheiße, jetzt will ich Comiczeichner werden. Ja, Mann, ey. Die Abenteuer des Shitface. So ein versoffener Ire, der nichts zustande kriegt. Genau, der Bankeinbrüche damit verhindert, weil er auf den Boden kotzt und die Leute dann darauf ausrutschen, sich das Genick brechen. Aber nur die Bösen, weil er hat eine Superkraft. Ja, genau. Shitface, auch wenn er besoffen ins Auto steigt, der trifft immer nur Böse. Ja, genau, der überfährt zwar Menschen, aber es waren zufällig irgendwelche Vergewaltiger oder Kinderschänder oder was auch immer. Ja, also er ist ein richtiger Held, aber er kriegt es halt nicht mit, kann sich am nächsten Morgen noch nicht dran erinnern. Ja, genau. Er, so. Er ist praktisch wie bei Moon Knight. Ja, ich wollte sagen, Moon Knight, du besoffen, random Bullshit, go. So. Ich hatte einen Blackout, ja, weil du voll warst, Shitface. Apropos, gib mir mal einen Drink. Weil du voll warst, Shitface. Nee, das war so. Ich will nichts zu trinken, ich hab noch mein Wasser hier. Weil du voll warst, Shitface. Oh Gott, ey, Alter, wirft dann auf seine Gegner so mit leeren Bierdosen, in die er reingeschissen hat oder so. Ja, Mann, ey, eine Hansa-Granate hat bei dem eine ganz andere Bedeutung. Shitface, Alter. Ja, und sein Erzfeind ist Detective von Murphy McIrish. Ja, oder irgend so eine erzkatholische Nonne oder sowas, die die ganze Zeit verfolgt. Ja, mit so einem brennenden Rosenkranz als Waffe. Alter, holy, holy Mother oder so heißt die, ja. Ja, die Holy Mother, das klingt auch so. Holy Mother. Die ist auch ein bisschen zu hot für eine Nonne, also auch so im Outfit. Er merkt immer, wenn sie in der Gegend ist, dann macht sie immer seinen Wein zu Wasser, weil das ist ihre Fähigkeit. Oh, das ist zu viel. Oh Gott, ey, Alter. Das ist zu viel. Also wer auch immer in unserer Community ein bisschen Zeichen begabt ist, tobt euch aus. Ey, schickt uns Bilder von Shitface. Und Holy Mother und Detective von Murphy McIrish. Shitface, ey. Oh. Kann nicht mehr, ey. Das ist noch dümmer als Wanted. Voll, ey. Aber witzigerweise irgendwie auf dem gleichen Niveau. Kannst du mal sehen, wie schnell solche Geschichten entstehen. Aber ne? Wir sind schon einig, das spielt Colin Farrell, oder? Ja, volle Pulle. Colin Farrell. Ja, und hier Dings, wie heißt der? Hier, Mad-Eye Moody, der immer mit Colin Farrell irgendwelche Filme spielt. Genau, und die Nonne ist Kate Winslet. Die Nonne ist Kate Winslet. Ja, und der andere Spieler hat Detective von Murphy McIrish. Ja. Oh, ey. Alter Vater. Ach Gott, wie heißt der Typ nochmal? Der ist so geil. Ja, auch der Gleason hier. Gleason? Ja, Brandon Gleason? Brandon Gleason, glaube ich, ja. Herrlich auf jeden Fall. Boah, ey. Oh, geil. Das könnte Colin Farrell wirklich machen. Dann ja. kann er endlich seine Redemption holen für Bullseye. Ja. Dieselbe Rolle, nur besoffen. Dem er einfach shitfaced ist. Er spielt einfach denselben Charakter wie in Seven Psychos, nur halt. Oh, ey. Was sagt er in Seven Psychos nochmal? Ich bin Ihre und Autor. Natürlich bin ich Alkoholiker. Ja, ja. Mit denen können wir hier auch mal reden. Nee, wir machen einfach 1:1 Banshees of Shirin, nur halt auf Inishirin. Ja, okay.
Benchies ist schon ein geiler Film. Den fand ich so geil, war. Ich finde den großartig. Aber das sind auch wieder die zwei. Die sind einfach, das ist einfach ein Traumpaar. Ja, also wer Brügge sehen und sterben gemacht hat, danach so ein Ding halt irgendwie rauszuhauen, der hat's aber auch drauf mit den Metabomben, die der halt irgendwie macht. Die Filme sind alle clever. Brügge sehen und sterben, Seven Psychos. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Oh, stimmt, den hat er ja auch gemacht. Ja. Und Banshees of Inisherin. Ja. Was eine Filmografie, Alter. Voll. Der ist ja McDougan? Keine Ahnung. Red mal weiter, ich guck's mal parallel nach. Ja, ist auf jeden Fall großartiger Film. Wie geil, dass wir jetzt die ganze Zeit über unsere eigenen Comics und über die Filme von anderen Leuten reden und nicht Wanted. Ja, aber sorry, du kamst ja, Jan, mit Shitface. Shitfaced und Holy Mother. Ja, Brandon Gleeson, ganz genau. Aber den wollte ich gar nicht nachgucken. Nee, der Regisseur wollte es nachgucken. Martin McDonagh. Donner. O-U-G-H, ne? M-C-D-O-N-A-G-H. Martin McDonagh. McDonagh. Großartiger Mann. Ja, auf jeden Fall. Hat ja auch schon einige Oscars mit nach Hause gebracht. Oh. Also, ich glaube nicht für ihn, aber zumindest für die Leute um ihn herum. Meine Fresse, jetzt weiß ich, wie die das bei Wanted machen mit dem anderen Adrenalin-Level. Ist ja jetzt auch alles so mit so schlechten CGI-Zooms. Volle Pull. Ihr habt das Gefühl, dass wir jetzt über eine Stunde lang über Shitfaced gesprochen haben. Da sind wir wahrscheinlich nur 5 Minuten vergangen. So. Oh, wir hören schon. Wir machen mal ein kurzes Päuschen. Ja, bitte, ich muss mal kurz Luft schnappen. Ich kann nicht mehr gerade. Ich kann jetzt auch an nichts anderes denken. Also wir sprechen auf jeden Fall nach der Pause noch über was haben wir gesagt? Cubicles und über die gefährlichsten Scharfschützen. Und wir klären die Frage, kann man wirklich um die Kurve schießen? Verdammt nochmal. Haut rein, Leute, bis gleich. Kack- und Sachgeschichten. Yeah! So, da sind wir aus der Pause zurück. Wir haben die Geschichten mit Shitface zu Ende gesponnen. Seine Freundin ist ein Schaf, haben wir festgestellt, aber dazu an anderer Stelle mehr. Genau. Genau, das ist ein Projekt in the making jetzt auf jeden Fall. Projekt in the making, genau. Richard. Jo. Wir sehen ja zu Beginn des Films und auch zu Beginn des Comics, dass der Wesley in so einem Großraumbüro oder wie sie es in Amerika nennen, in so Cubicles festsitzen. Das heißt, so Großraumbüros, wo ein riesiger, oder wo alle in einem riesigen Raum sitzen, aber dieser Raum mit so kleinen Trennwänden die Schreibtische voneinander trennt. Und man genau, die Würfelform halt quasi, genau. Was man schon in jedem amerikanischen Film, wo Leute irgendwie aus ihrem Alltag versuchen auszubrechen, eigentlich drin sitzen. Also nicht wie bei The Office, dass alle einfach in einem großen Büro sitzen, sondern jeder sitzt alleine, gemeinsam einsam, genau, in einem riesigen Raum. Dieses neo-eske Matrix-Ding, genau. Halt einfach in diesen Großraumbüros mit diesen Weichwänden, mit diesen Styrowänden oder was das mit diesem Bezug drin. Ja, Cubicle Offices war tatsächlich mal eine sehr schöne Idee, kam in den 1950ern auf. Und zwar kam ein Designer auf eine geniale Idee. Sein Name war Robert Probst. Witzigerweise, der Mann war Erfinder und Kunstprofessor und arbeitete gerade in seinem Büro in Denver. Und der hat irgendwann festgestellt, einfach nur an so einem Bürotisch zu sitzen, ist ihm irgendwie nichts. Und kam dann auf die Idee, sich 3 verschiedene Arbeitsstationen zu schaffen, mit damals schon sehr fortschrittlich einem Stehtisch. Dann eine Station, wo so Büroablage ist, wo wie bei uns ja auch im Büro, wo halt wirklich so die Office-Ecke ist so ein bisschen. Und ein Kreativbereich. Da war das Telefon, da waren, weiß ich nicht, Bilder halt irgendwie dran, da konnte er sich Notizen machen. Und zwischen diesen 3 Stationen ist er die ganze Zeit hin und her gewandert und hat da gearbeitet. Und hat dabei festgestellt, so, er arbeitet besser, fühlt sich gesünder, die Arbeit ist auch viel effektiver. Und erkannte halt einfach, dass Büros in der Zeit, in den 1950ern, eigentlich eine echte Scheißidee sind irgendwie und wollte gut, dass sich das bis heute so gewandelt hat. Genau, und wollte das Ganze halt seinerzeit revolutionieren und erfand das sogenannte Action Office. Das Aktionsbüro zu Deutsch. Und zwar, naja, wie sind wir eigentlich zu diesen Büros, wie wir sie heute kennen, halt gekommen? Ne? Vor der industriellen Revolution, da haben die Menschen halt meistens irgendwie entweder in den Räumen, in denen sie gelebt haben, entweder dort ihren kleinen Betrieb halt gehabt, so kleiner Schreinermeister oder was auch immer, oder ein Schmied oder so. Oder sie haben halt wirklich einfach in ganz kleinen Manufakturen oder ganz kleinen Betriebsstätten halt einfach gearbeitet, wo du halt hingehen konntest zum Arbeiten. Oder wie gesagt, hast du es halt von zu Hause aus gemacht. Ne? Und dann später, nach der industriellen Revolution, sind diese kleinen Betriebe irgendwann zu großen Fabriken geworden. Und die Menschen sind halt mehr
in die Verwaltung gegangen. Ne? Es gab dann die Fabrikhäuser und dann gab es aber noch ein Haus, wo die ganze Verwaltung gemacht werden musste. Also wirklich noch eine Fabrik, aber im Prinzip für den Papierkram. Genau, also wenn du halt, ich sag mal, binnen kürzester Zeit von 3 Arbeitern auf dem Feld hin zu 2000 Arbeitern in der Grube zum Kohlescheffeln irgendwo in England zum Beispiel. Ja, genau. Von jetzt auf gleich hattest, das musste organisiert werden, logischerweise. Da mussten Schichtpläne geschrieben werden, da mussten Lohnabrechnungen, bla bla bla. Ja, ganz genau, ganz genau. Da musste der Handel gemacht werden, Verträge wurden da hin und her geschoben, diese ganzen Nummern halt einfach. Ne? Der typische Papierkram, der halt erledigt werden muss. Ne? Und da gab es am Anfang der 1920er wurde dann das Büro, so wie wir es kennen, dieses Großraumbüro, wurde da schon geboren. Und damals sah das aber noch anders aus. Da war das, waren das riesige Metalltische, die wie in so einer Kirche eigentlich, in so einer Bankreihe organisiert waren, wo die Leute halt dann dran saßen. Die waren aber unglaublich laut, die waren unglaublich beschissen, da saßen Leute an Schreibmaschinen, das war einfach kein schönes Arbeiten an diesen Dingern, ne? Völlig unpersönlich irgendwie. Und dieser Probst, der ging damals zu der Firma Herman Miller, das ist eine Möbelmanufaktur, und designte mit denen zusammen Büromöbel und Büros zusammen. Und das Ganze hat über 10 Jahre gedauert und ist 1960 dann mit seinem Konzept an den Markt gegangen und wollte das großen Büroräumen vorstellen, diese Cubicles. Weil seine Idee war nämlich eigentlich dieses Actionbüro halt erstmal, ne? Dass da Leute immer an verschiedenen Stationen halt irgendwie arbeiten können. Ist massiv gefloppt, weil war zu dem Zeitpunkt, was dieser Herman Miller, diese Möbelmanufaktur da hergestellt hat, das wurde als Luxus gesehen. Das war zu teuer, das wollten die nicht. Dann haben die sich nochmal an den Konzepttisch. Als sollen sich meine Mitarbeiter auch wohlfühlen. Ganz genau. Dann haben die sich nochmal an diesen Konzepttisch gesetzt und haben diese Styrowände dazu, mit dem Stoffüberzug dazu gepackt, haben die Möbelkosten dadurch massiv gesenkt und haben auch gleich gesagt, diese Wände müssen mannshoch sein ungefähr. Und die Idee war eigentlich mal, dass die so in Waben im Prinzip, wie so Bienenwaben angeordnet werden. Da gab es auch ganz geile Designs, dass du wirklich so ein ganzes Büro halt hattest und dass diese Actionbüros dann zwar ihre Cubicles und vorn Waben hatten, mannshoch, aber dass jede Abteilung so ihren eigenen Bereich hatte, mit speziell designten Möbeln für den Bereich. Also stell dir das vor, du kommst heute irgendwo hin, in der Ecke sitzen die Architekten, da sitzen die ITler, da sitzen die Büroleute und jeder hat für seinen Bereich spezielle Möbel, aber ist trotzdem irgendwie von den anderen abgegrenzt halt auch. Ne? Aber trotzdem auch im selben Raum, so dass man sich austauschen kann. Ja, ganz genau. Und so, dass du halt auch so da durchlaufen musst, dass du nicht direkt beim nächsten auf den Monitor schauen kannst oder solche Sachen. Also eigentlich eine ganz coole Idee, muss ich selber sagen. Klingt auf jeden Fall erstmal ganz geil. Also es ist weil cool und platzeffizient zugleich. Ja, und du hast vor allen Dingen auch als Arbeiter irgendwo doch noch einen privaten Raum. Noch dazu, weil die halt so hoch sind, dass du halt nicht nur, wenn du einmal dich gerade machst, plötzlich über alle Büros halt irgendwie drüber gucken kannst. Ne? Das kam 1968 dann auf den Markt, war ein Riesenerfolg, wurde auch dankend angenommen und hat sich auch so durchgezogen bis in die 1980er. Ja, und dann übernahm der Kapitalismus, ne? Ja. All good things come to an end. Genau, weil was der Kapitalismus dann an der Stelle halt gesehen hat, die haben dann das Prinzip der Deutschen übernommen, die sogenannte Bürolandschaft. Richtig geil. Echt jetzt? Ja. Ach, scheiße. Ja, und was haben sie übernommen im Prinzip? Also so wie, wenn wir heute eine Videospielverfilmung oder ähnliches sehen, ich sag jetzt mal Assassin's Creed, ne? Hier, die haben doch Parcours drin, ist doch das, was du geil fandest. So, nein. Genau dieses gleiche Prinzip haben sie halt auf diese Büros angewandt. So, ah ja, dann nehmen wir uns einfach auch so Styrowände und dann machen wir das auch. Ne? Aber das ist so der Plan dahinter. Genau. Nein. Ja, genau. Guck mal, die haben Wände, das ist viel effizienter. So, nee, so, da war ein richtig ein Konzept dahinter, dass die Leute auch wirklich Spaß hatten, zur Arbeit zu gehen. Naja, das Prinzip des Hire and Fire hat sich in den 80ern halt etabliert und es wurde kein Geld ausgegeben, um den Arbeitsplatz arbeitswert zu machen, weil dieses ganze Prinzip von, du fängst hier an und arbeitest bis zur Rente bei einer Firma, das gab es halt nicht mehr. Es war in den Firmen so eine hohe Fluktuation, gerade in den großen Firmen, dass auf Material halt und auf irgendeine Farbe oder dass das irgendwie ansprechend aussieht, einfach geschissen wurde, weil gesagt wurde, ey, wenn du hier nicht arbeitest, machen es 10 andere. Ne? Und dementsprechend haben wir diese Scheißräume, die bis heute einfach jeder hasst. Ja, das ist einfach zum Kotzen. Nach den 1980ern kam dann, also kurz danach, kam dann das Silicon Valley und der Tech-Sektor, die sich witzigerweise, wie ganz viele Experten sagen, selber davon überzeugt haben, dass Open Office ihre Idee wäre und die neue Revolution. Dabei hatten wir das, wie schon angekündigt, in den 20ern halt schon. Also das, was sie abschaffen wollten,
naja, gab's schon und wurde abgeschafft von dem, was sie abschaffen wollten. Genau, und die kamen dann plötzlich, Google und Co., die kamen dann mit den ganz geilen Ideen und wie gesagt, der gesamte Tech-Sektor und ja, wir machen Open Space und das soll die Interaktion der Leute antreiben und so kann sich jeder gegenseitig helfen und der Chef sitzt auch mit dir quasi an deinem Tisch und bla, und hast du nicht gesehen. Das Ganze natürlich kapitalistisch an Absurdum getrieben, sodass wir wieder eigentlich bei derselben Stelle sind. Keiner hat einen eigenen Schreibtisch, sondern du sitzt zusammengepfercht irgendwo in einem Raum. Es ist viel zu laut. Großraumbüros mit diesem Open Office-Bereich hat sich spätestens seit Corona gezeigt, ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee tatsächlich. Gehört zu den minderwertigsten Büroqualitäten von allen, weil die Leute unter anderem häufiger Krankheitstage haben, weil die Dinger totale Virenschleudern sind, ne? Weil die Leute wegen Lärm und wegen Stress dann teilweise halt auch irgendwie ausfallen und weil in the long run den Leuten oder den Firmen dann halt wirklich Arbeiterflöten gehen die ganze Zeit. Also es ist sehr viel, auf lange Sicht gesehen, sehr viel kostenintensiver, als sie zum Beispiel zu Hause arbeiten zu lassen oder sowas. Also auch dieses hoch angepriesene, die Leute sollen ins Büro kommen, um sich gegenseitig auszutauschen, das haben Studien gezeigt, das gibt's nicht. Das gibt's wohl gar nicht. Und wenn, dann nur sehr, sehr, sehr gering und sehr, sehr branchenspezifisch. Ja, beziehungsweise so departmentspezifisch. Ne? Also ich erinnere mich an meine Zeit im Großraumbüro. Das war jetzt nicht so ein Matrix-eskes Gruselkabinett, aber halt schon ein Raum, wo alle drin saßen, die da in der Firma gearbeitet haben. Und in meiner Sparte, also im Filmschnitt und der Content Creation, da war das schon sinnvoll, dass ich da saß. Weil dann konnte ich immer direkt zu den Leuten hin, die konnten direkt zu mir, haben dann halt kreative Entscheidungen mitgetroffen. Aber die im Raum saßen, die halt, naja, Verwaltungskram gemacht haben, die Analytics gemacht haben und so ein Zeug, ja, was sollen die aufstehen und mit den Leuten reden? So, ja. Hast du eine kreative Idee, wie ich das ausrechnen kann? Zu einem Content-Creator. Ich stehe da, nee. Ja, ja, und ich habe auch in Großraumbüros gearbeitet, in wirklich diesen Open-Space-Varianten beim Kundenservice, bei Real halt damals. Das war die Hölle. Das glaube ich. Das war die Hölle, das war ganz, ganz furchtbar, weil du halt, naja, du hast da 300 Leute sitzen, die Telefonsachen halt irgendwie bearbeiten. Ein riesen Lärmpegel, ne? Stress ohne Ende. Klar, du kannst mal schnell aufstehen, wenn du mal zu einem Vorarbeiter halt gehen musst, also zu einem Teamleiter oder so, weil du irgendwas absegnen lassen oder dich nochmal über irgendwas informieren musst. Dafür war das toll. Aber ja, ich war in der Zeit auch. Ich bin da richtig depressiv geworden. Das war richtig, eine richtig, richtig beschissene Zeit. Und als ich bei Axel Springer gearbeitet hatte, auch am Telefon, da hatten wir diese Cubicles. Auch diese Mannshohen, die so leicht wabentechnisch angeordnet waren. Das war wieder geil. Das war wieder richtig geil, weil dadurch hattest du wenigstens das Gefühl, du kommst morgens zur Arbeit und hast so deinen Bereich. Weil diese ganzen Open-Office-Spaces, wenn du auch dann, wie ich, in einer Telefon-Hotline, in der Kunden-Hotline dann auch noch sitzt, dann hast du auch noch so einen Spaß wie, naja, du hast keinen festen Platz, sondern setzt dich dahin, wo gerade frei ist. Ja. Und setzt dich irgendwo hin, da hat vorher Kollege XY gesessen mit, naja, so ein bisschen Sumpfarsch und halt irgendwie eine 12-Stunden-Schicht und setzt dich auf den Stuhl und riechst eigentlich den Vormann noch die ganze Zeit. Natürlich wirst du irgendwann krank davon. Entweder vom Lärm oder von der psychischen Belastung oder halt einfach, weil er sich die Finger nicht gewaschen hat, nachdem er 6-mal auf dem Klo war. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie die Studienlage an der Stelle aussieht. Also ich kann jetzt nur von mir erzählen, aber mir ist es zum Beispiel auch nicht ganz unwichtig, dass mein Arbeitsplatz so aussieht, wie ich ihn gerne hätte. Ja, genau. So, das ist immer eine Mischung aus, ich habe einen Haufen Scheiße auf meinem Tisch rumstehen und so leicht unordentlich. Weil ich Dinge gerne in meiner Nähe habe, sag ich mal. Und mir ist es egal, wie das dann dabei aussieht. Ja, aber das du muss hast alles im Griff halten. Ja, ich wollte gerade sagen, aber du hast so ja dein Ordnungssystem, genauso wie ich, genauso wie Fred. Genau. Und also ich habe einmal in einer Firma gearbeitet, da hieß es dann, nee, wir haben jetzt hier eine Clean Desk Policy. Also der Tisch muss immer komplett leer sein, keine persönlichen Sachen. In der Zeit ging es allen beschissener. Ja. Das wurde dann auch relativ schnell wieder ad acta gelegt, weil sich da vor allem keiner dran gehalten hat. So, das hat irgendwie eine Woche gehalten und plötzlich stand da trotzdem wieder Lego-Figuren und ein paar Fotos und so. Weil das beschissen ist. Ich will mich ja auch wenigstens halbwegs wohlfühlen, wenn ich schon den ganzen Tag knechten muss. Ja, bei uns war das immer so ein Ding. Und ich meine, Ja, alles cool. Aber weißt du, wenn du am Fließband stehst oder so, ey, klar geht das da nicht. Ja. Ne? Wenn du auf dem Bau bist, klar geht das da nicht. Aber selbst auf dem Bau gehen die Leute hin und designen von innen wenigstens ein bisschen ihren Bauwagen. Ja. So, ne? Oder ihre Container oder wo drin die da ihre Büros dann aufschlagen. Da hängen so ein paar Tittenbilder auf und machen so ein bisschen obligatorischen Tittenkalender oder so. Ja, keine Ahnung, ne? Aber ich kenne von meinem Bruder ja auch. So, wenn er auf dem Bau ist, also ich habe den halt 2-3 Mal besucht, dann hat der halt eben auch so Gedöns in seinem Container da halt, ne? Irgendwelche Bilder aufhängen oder aufgehängt oder so. Meistens natürlich jetzt keine privaten Fotos, weil das hält ja auch nur 2-3 Wochen oder was. Mhm. Aber dann sind da eben Dinge, die so im Laufe der Zeit, in der man da ist, lustig entstanden sind. Typisch so Ü-Eier-Figuren oder so ein Blödsinn. Weißt du, sowas steht dann da. Und es gibt einem wenigstens ein bisschen
das Gefühl, Teil dessen zu sein, ja, und nicht nur ein Werkzeug oder, ja, ein Rad im Getriebe. Das ist genau wie wir früher beim Sport, beim Training halt auch irgendwie, wenn es dann hieß, so, jeder sucht sich jetzt einen Spind aus und dann hängst du da bitte ein Schloss halt vor, mhm, weil das ist dann deiner. Da ist, ja, dein Kram halt irgendwie drin. Und dann kannst du damit auch machen, was du möchtest, weil du den irgendwie auch gemietet hast. Da hört es dann zu der Zeit so. Und dann haben wir die auch gestaltet, so wie wir halt wollten. Klar. Bei den meisten hingen irgendwelche Trainingspläne dran, bei anderen irgendwie, wann die Wettkämpfe sind und solche Sachen. Oder, ja, wenn, egal, du was, Hauptsache du hast es selber gemacht. Ganz genau, Hauptsache es war halt irgendwie deins, ne? Ja. An der Stelle. Und da finde ich auch, das ist ultra wichtig für Leute. Aber ja, dieses ganze Ding Cubicles und Co. hat nicht den besten Ruf, ist aber tatsächlich. Also es ist schwer zu verteufeln. Open Office Space ist schlimmer. Mhm. Und was witzig ist, seit ich mich damit auseinandergesetzt habe, wir hier bei uns im Studio, wir leben das Action Office. Im Grunde ja. Was, ja, super geil ist, weil wir haben bewegliche Tische, ne? Wir können, mhm, sowohl stehen als auch sitzen. Ich habe sogar noch ein Laufband unter meinem Tisch, wenn mir danach ist. Wenn ich irgendwas Recherchemäßiges machen muss, kann ich spazieren gehen in der Zeit darunter, ja, was ich super geil finde. Und wir haben unsere Pimmelbrennstation, wir haben eine Office-Ecke, wo Zeug gemacht wird, wir haben unser Studio, wo wir hinkommen, um dann aufzuzeichnen. Alles Räume, die ein unterschiedliches Feeling halt dann, ja, auch haben. Screen-Studio zum Video drehen. Genau. Und dann noch den Keller, wo der ganze Merchandise und sowas ist. Also wir haben auch verschiedene Räume für verschiedene Tätigkeiten dann, ne? Ja. Weil im Grunde ist unser Büro an sich. Und ich komme gerne zum Arbeiten. Ja. Unser Büro an sich, wenn man die Pimmelbrennstation jetzt mal außen vor lässt, ist ja im Grunde so ein Open-Office-Space. Genau. Aber wir haben noch andere Räume. Genau. Da wurde auch, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, Fred macht das auch ab und zu, sich an einen Rechner im Studio setzen, wenn man mal seine Ruhe haben will. Ja, klar. Setz dich halt einfach an einen anderen Rechner in einem anderen Raum und dann hast du da halt einfach deine Ruhe. Ja. So, ist auch cool. Ich esse hier im Studio immer in unserer Chill-Ecke, da esse ich immer mein Mittagessen, einfach weil ich mir selber, ja, sage, ich will das nicht an meinem Arbeitsplatz mehr machen. Ja. So. Ja. Ich super gerne am Arbeitsplatz Mittagessen, weil dann kann ich währenddessen weitermachen. Ja, witzig. Ich habe eine merkwürdige Arbeitsmoral. Ich komme zwar erst, wann ich will, aber dann will ich auch durcharbeiten. Das sage ich auch bei meinen alten Arbeitgebern. So, Tobi, du musst Mittagspause machen. Wenn ich jetzt Mittagspause mache, komme ich nie wieder in dieses Projekt rein. Ich gehe lieber eine halbe Stunde früher. Ja, witzig. Bei mir ist es halt mittlerweile so, kurz mal Luft schnappen, mal halt nichts tun für eine, mhm, halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Ich sitze dann halt immer raus, esse mein Mittagessen und gucke in der Zeit mir irgendwie, weiß nicht, eine Folge Rick und Morty oder irgendwas auf YouTube halt irgendwie. Mhm. Bis mein Mittag halt durch ist, weißt du? Bis ich dann noch sage, jetzt arbeite ich weiter. Nee, das kann ich nicht. Ey, dann bin ich echt raus. Also ich habe immer mal wieder so 10 bis 30 Minuten Phasen, wo mir gerade nichts mehr einfällt, wenn ich gerade was bastel oder so oder bei Recherche einfach ein bisschen Infodump, ja, gut, habe. Wenn ich kreativ arbeite, geht es mir aber genauso. Und dann mache ich irgendeinen Quatsch, ja, zwischendurch, zocke eine Runde Northgard oder so, ja, und dann mache ich weiter. Ja. Naja, aber ich weiß nicht wieso, aber sobald ich meinen Arbeitsplatz verlasse, ist meine Konzentration weg. Hm. Außer zum mal kurz runtergehen, einen Kaffee trinken, meiner Dampfe ziehen. Ja. So. Weiß nicht wieso, wahrscheinlich aus meiner Hardcore-Raucherzeit. Das gehört mit zum Arbeitstag. Aber so richtig Mittagspause machen, da bin ich raus. Dann ist der Tag für mich gelaufen. Echt? Krass. Ja. Nee, ich genieße das mittlerweile sehr, auch mal einfach mal eine Mittagspause so richtig zu machen. Aber man hat ja auch unterschiedliche Aufgabenfelder. Genau, ja. Aber ich kann dich voll fühlen, wenn ich kreativ arbeite, ist es auch so, da kann ich auch 4-5 Stunden wirklich sitzen. Ich tunnel dann ja auch immer richtig. Ja, ganz genau. Und dann halt bloß nicht aus dem Projekt raus, weil ich bin gerade richtig gut drin, auch mit Handgriffen und allem Möglichen. Mhm. Und ich weiß gerade, ich kann gerade blind sagen, was, wenn ich wo drücke, wie das dann jetzt wird. Und bin im Feeling. Muss ich Alt-Tab drücken, um auf den richtigen Tab zu kommen? Das weiß ich dann. Und wenn, ja, ich zurückkomme, dann. Nee, warte, nee, das ist falsch Fenster. Ah, scheiße. Naja, wie das halt so ist. Man kann nicht genug Monitore haben. Also, ja, zwei reichen nicht. Ich bräuchte eigentlich 8. Aber gut. Ja, man kommt, wir fallen ja hier alle die zwei Monitor-Logik, aber ich habe auch schon ein paar Mal gemerkt, eigentlich wäre ein Dritter. Im Studio haben wir 4. Eigentlich wäre ein Dritter noch ganz geil, aber ich merke es auch im Studio. Ein Dritter ist dann auch immer ganz nice. Da kannst du irgendeinen Blödsinn dann auch noch mit drauf lassen. Das ist die ganze Zeit so, weiß ich nicht, ein Pokerspiel oder Pornoslauf. Toll. Was man so macht auf dem 4. Bildschirm oder dritten. Ja. Ey, aber deswegen macht man sich selbstständig, ne? Genau. Wenn ihr mal hier vorbeikommt im Studio, seht ihr das, wir gucken alle auf unserem 3. Bildschirm Pornos den ganzen Tag. Ja, Fred fängt ja immer auch an, seinen Arbeitsplatz dann auch zu redesignen. Da ist man ja auch immer, dass Programmierer haben das ja auch ganz häufiger oder ITler, dass die einen geraden Bildschirm haben und einen, der senkrecht, ja, ist. Ne? Das hatte ich eine Zeit lang auch mal, aber das gefällt mir nicht so. Ja, ich hatte das auch mal eine Zeit lang, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so irgendwie bringt mir das halt irgendwie nichts. Mich macht das unruhig. Also es ist zwar praktisch, also auch in Schnittprogramm, ne, weil ich dann den ganzen Mist, also die Clips, sag ich mal, die, ja, die Dropdown-Menüs so untereinander habe und so, das ist deutlich praktischer, aber mich macht das unruhig, wenn Monitore unterschiedlich platziert sind. Hm. Also die sind entweder alle waagerecht oder alle senkrecht.
Beides geht nicht. Also gemischt geht nicht. Da wäre ich verrückt von. Ja, mich hat das irgendwann abgefuckt, dass es außerhalb meiner Sichtweite war. Dass wenn ich irgendwie, ich lasse auf dem zweiten Monitor auch gerne mal irgendwie eine Doku oder irgendwas laufen, wenn ich gerade recherchiere. Und wenn ich dann merke, ich kann nicht einfach nur gerade rüber gucken und gerade sehen, was los ist. Du musst den Kopf drehen. Ich muss so leicht nach oben gucken. Das macht mich schon irre. Ja. Ja, soviel zum Thema Cubicle. Ist auf jeden Fall nicht die beste Idee, die man haben kann. Aber es ist eine. Zu Hause ist besser. Ja. Zu Hause ist das Beste tatsächlich, laut Studienlage. Ja, überrascht auch einfach niemanden. Ja. Außer Arbeitgebern, offensichtlich. Ja, die sich dann darüber beschweren, dass die Innovation halt irgendwie weg ist, weil die Leute sich nicht untereinander austauschen. Aber da gibt es ja auch andere Foltermethoden, wie zum Beispiel, was wir jetzt auch vor kurzem wieder ausprobiert haben, hier nicht MS Office. Teams. Teams, danke, ja. Schlimmstes Programm oder Slack oder so eine Scheiße. Schlimmsten Programme aller Zeiten. Ah, Slack. Slack ist eigentlich schon ein ganz cooles Programm, aber das löst, glaube ich, bei jedem, der irgendwann mal im Büro gearbeitet hat, PTBS aus, allein der Begriff Slack. Ey, ist genau aus demselben Grund gehe ich immer in unsere E-Mail-Programme über den Browser rein und richte mir nicht Outlook oder irgend sowas ein. Seit ich bei der Uni gearbeitet habe, kann ich das einfach nicht mehr, diese scheiß E-Mail-Sammelprogramme. Nee, da bin ich lieber im Internet richtig. Ist komplett bescheuert, ne? Weil das ist ja sehr viel unpraktischer, aber was so schlechte Arbeitsbedingungen aus der Vergangenheit mit einem machen, sodass man sich selber das Leben schwerer macht, weil man nicht daran erinnert werden will, wie es mal war. Ja, na, das ist irgendwie total schräg. Ich finde mal, an einem gewissen Punkt ist Innovation auch nicht mehr arbeitsförderlich. Also weißt du, wenn es plötzlich, das ist ja das Problem von Smartphones auch, dass die so einfach designt sind. Klar, jedes Kind kann es bedienen, aber dadurch geht die Problemlöserfähigkeit, die Problemlösefähigkeiten gehen dadurch irgendwann auch flöten, weil alles so leicht ist. Naja gut, okay. Also ja, aber sich beim Browser im Netz einmelden, anstatt dafür eine App zu nehmen, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass das den Effekt hat. Nein, weil Outlook ist deutlich komplizierter als mein Browser. Das definitiv nicht, aber alleine, wenn ich schon einen neuen Tab öffne, um weiß ich nicht, zum Beispiel in unserem E-Mail-Programm immer hin und her zu switchen zwischen meinem Postfach und dem Postfach von Kack- und Sachgeschichten jetzt zum Beispiel oder andere Sachen dann halt noch irgendwie, weiß ich nicht, es regt mich an, wenn ich da mittendrin bin, ich mache einen neuen Tab auf, will das machen und dann fällt mir plötzlich, ich wollte ja noch das und das nachgucken und schon geht's weiter irgendwie, ja. Ja, selbstgemachte Workflows halt, ne? Ja, genau. Genau, funktioniert. Die müssen nicht logisch sein, die müssen funktionieren. Ja, die besten Arbeiter sind die Arbeit vermeiden halt, ne, dahingehend. Jetzt haben wir den Loser-Part von Wesley einmal durch. Kommen wir zum vermeintlich coolen Part von Wesley. Wir sehen am Anfang des Films, dass Cross, der sich dann ja als Wesleys Vater herausstellt, den angeblichen Vater von Wesley, den Original Killer, aus, zwei Dörfer weiter, glaube ich sogar, ne? Oder zwei Städte weiter oder so wird es genannt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das in einem Film oder in einem Comic war. In einem von den beiden heißt es, der ist zwei Städte weiter und schießt von da aus. Und wir sehen ja im Film nur so eine mega lange Kamerafahrt der Kugel hinterher. Ich weiß nicht genau, wie weit der weg ist. Ja, ja. Aber er ist sehr weit weg. Und ich weiß noch, im Comic beschwert sich der Original Killer, weil der lebt da noch, nachher darüber, dass seine Augen mittlerweile schlechter werden und er nur noch Kills auf 5 Kilometern Entfernung schafft. Respekt. Wie ist denn das in der Realität, Richard? Respekt halt trotzdem, ey, meine Fresse. Also ich habe dazu geguckt, was halt Scharfschützen halt so drauf haben. Die können schon mal auf 1 Kilometer oder so, können die schon schießen. Mhm. Allerdings habe ich natürlich gleich mal geguckt, wer ist der beste Top-Notch halt irgendwie. Und der beste Scharfschütze der Welt ist der Ukrainer Vyacheslav Kowalski. Ich habe den hundertprozentig falsch ausgesprochen. Ja, sorry an alle Ukrainer da draußen. Ja, es tut mir auch super leid. Der stellte nämlich im November 2023 einen Rekord auf, aufgrund von Umständen, die wir wahrscheinlich nicht näher erörtern müssen. Aber der vollzog einen Schuss, einen Treffer auf einer Entfernung von 3.800 Metern, also 3,8 Kilometer mit einem Volodar Obri Scharfschützengewehr. Und das Geschoss war ganze 9 Sekunden in der Luft. Okay, jetzt zählen wir mal 9 Sekunden. Ich wollte gerade sagen, 9 Sekunden. Ich habe doch hier das Pad. So, warte, jetzt. Das waren 9 Sekunden. Boah, das ist richtig lang. Das ist wirklich lang für ein Geschoss, ne? Ja. 9 Sekunden über 3,8 Kilometer hat der einen Kill mit dem Ding halt irgendwie hingelegt. Alter.
total abgefahren, muss ich sagen. Das fand ich richtig heftig. Aber ist halt nicht so weit, dass man schon im Grunde die Erdkrümmung mit einberechnen muss? Im Prinzip irgendwie schon. Also ich habe 3 Kilometer reichen, glaube ich, nicht ganz. Ja, aber vor allem Erdkrümmung, Wind, Gewicht des Geschosses und alles mögliche. Also ich glaube, da musst du echt was drauf haben für, ey. Also kommt ja drauf an, ob du von oben nach unten schießt oder, naja, gerade. Ich weiß nicht, wie leicht es in Holland ist oder nicht. Aber krass fand ich es schon, ey. Naja. Schade, dass das immer so traurige Gründe hat, solche Rekorde aufzustellen, aber das ist echt beeindruckend. Leider ja. Ich habe auch irgendwann mal gesehen, jetzt zur Olympiade, da hast du ja auch diese ganzen Zielschießer da halt irgendwie gehabt, ne? Und im Fernsehen sieht das immer so aus, als würden die auf eine Zielscheibe schießen, die so groß ist, wie so ein DIN A4-Blatt quasi, wo du selber denkst, ach komm, so schwer kann das doch gar nicht sein. Bis ich irgendwann mal online die Originalgröße von so einem Ding gesehen habe, was halt irgendwie so groß ist wie 2 Finger oder so, diese Zielscheibe, auf die schießen. Boah, hast du bei der letzten Olympischen Spielen den Türke war das, glaube ich, ne, aus der Türkei. Der Silber gewonnen hat, ohne irgendwelches Gier und Scheiße. Der sich einfach hingestellt hat und so aus einer Hand einfach auf das Ziel geschossen und getroffen hat. Ja. Sag mal, Leute, ey. Ja, Mann, ein richtiger kleiner Internetheld geworden, der Typ, ey. Voll abgefahren. Da gibt auch diese eine Koreanerin, Südkoreanerin, glaube ich, war das, die, ich glaube, auch bei irgendeiner Meisterschaft jetzt gespielt hat, der prompt einen Filmvertrag angeboten wurde, so, als irgendeine Killerin oder so. Ja, 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 ja. Oh, ist das nicht sogar bei Ballerina, diesen neuen John Wick-Film? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall irgendwas hat sie direkt jetzt abgestaubt, ja. Ja, voll geil, weil sie halt auch mit dieser Attitüde und wie sie es gemacht hat, sofort als eine Killerin gecastet wurde, wo ich dachte, ja, ganz ehrlich, ja. Cool. Also naja. Leute, verschifft eure militärischen Fähigkeiten nach Hollywood, nicht in die Realität. Ja, auf jeden Fall. Ey, das Ding ist, wie gesagt, was wir dort in Wanted sehen, das ist natürlich total bonkers, ne? Das geht viel zu weit. Man sieht ja auch die Kugeln, die da abschießen, haben ja auch noch wie noch verschiedene Zündstufen, wie so eine Rakete, bis dann wirklich die einzelne Kugel dann halt irgendwie fliegt, ne? Ja, und die fliegt ja auch durch 1000 Zufälle so durch und so. Ja, und auch durch Autoscheiben und alles sowas, ne? Was durch den Kaffee von Chris Pratt. Und so. Und durch einen Donut und komm, ne, geschenkt. Comic aber halt. Ja, geschenkt, okay. Und vor allen Dingen, dann hat sie immer noch, wenn sie durch die letzte Scheibe ballert von so einem Großraumbüro, weil das sind ja auch eigentlich so eine Doppel-Vierfach-Glasscheiben, hat die immer noch genug Wumms, um durch den Kopf halt durchzugehen. Ja, man darf nicht vergessen, dass die Scheiben da oben in so Hochhäusern, also gerade in Manhattan und so, aber also generell bei so, wie heißen sie, Wolkenkratzern, die sind natürlich relativ dick, weil da, die müssen Vögel abhalten. Ja, Vögel. So gruselig das auch klingt, aber die müssen Vögel abhalten. Vögel, Wind, alles mögliche halt irgendwie, ne? Also da kämpfst du ja auch dann mit den Gezeiten irgendwann, wenn du so weit oben arbeitest. Naja, den tödlichsten habe ich mir noch rausgesucht, den tödlichsten Scharfschützen, der die meisten Tode brachte, der sogenannte Weiße Tod, ist der Finne Simon Heihä. Oh, das habe ich sogar schon mal gehört. Ey, der ist auch bei allen möglichen Meme-Seiten und sowas, kommt der relativ häufig halt irgendwie vor. Der hat so ein ganz verbeultes Gesicht, weil er tatsächlich von einem Gegner mal einen Schuss in den Unterkiefer halt bekommen hat. Und der kämpfte im Winterkrieg 1939 bis 40 und diente als Scharfschütze, logischerweise. Mhm. Ne? Und der Typ hat ganze 505 offiziell gezählte Tode, die er verursacht hat. Man geht allerdings von 800 aus. Gemacht hat er die mit einer finnischen Version der M28 der sowjetischen Repetierbüchse Moshi-Nagant. Und also das darf man nicht vergleichen mit den Hightech-Gewehren, die heute halt existieren. Voll, voll in den 40ern halt irgendwie, ne? Also ja, 39 bis 40, der hat nach dem Schuss ist der irgendwie ins Koma gefallen und ist erst wieder wach geworden, nachdem der Krieg dann vorbei war. Ebenfalls für Finnland. Allerdings 200 von diesen inoffiziell 800 Toten, also 505 sind offiziell, man geht von 800 aus, man sagt aber auch, bestätigte Abschüsse, genau, man geht aber davon aus, dass 200 davon sind wohl mit einer Maschinenpistole passiert, die er auch dabei hatte. Ich wiederhole, es wäre so cool, wenn es nicht so traurig wäre. Absoluter Motherfucker, so, der ist auch nach dem Krieg, ist der erfolgreich als Jäger, hat er dann gearbeitet danach. Gut, das dürfte ein relativ einfaches Brot dann gewesen sein, wenn man solche, naja, Skills hat. Voll. Gott, ey, aber in seinem Kopf willst du auch nicht wohnen, wa? Nee, glaube ich auch nicht. Alter. Glaube ich auch nicht. Wenn das Töten von Menschen halt irgendwie so, ich meine, Dings musste hier haufenweise Lämmer und Schafe und Scheiß halt irgendwie abschlachten, um so zu werden, aber boah, ich glaube, da hast du auch einen ganz anderen Bezug zur Realität danach irgendwann, ey. Ich glaube auch keinen gesunden. Ja. Also 500 allein bestätigte Abschüsse, das ist schon, boah. Ja, vor allen Dingen, das muss doch auch. 500. Also irgendwann verliert die Zahl doch auch an Bedeutung. Ey, 500 Leute, überleg dir mal, wir haben vor 500 Leuten haben wir schon gespielt. Ja. Das heißt, wir hätten die alle in dem Raum da, die hätten wir alle umgemäht. So, ja. Ne? Das sind eine ganze Menge Menschen. Und zwar aus der Ferne. Ja. Das ist vor allen Dingen in dem einen Jahr, in dem der aktiv war, das sind pro Tag mehr als einer. Das ist krank, Mann.
Der arme Kerl. Leck mich am Arsch, ey. Ja, wirklich richtig, richtig gut losgelegt. So, aber kommen wir doch mal zu dem interessantesten Part. Nämlich, man sieht ja in dem Film so unglaublich schön, das ist ja auch immer Zankapfel aller möglichen Comic-Nerds und Filmfreunde und so, kann man wirklich um die Kurve schießen? Ist das möglich, wenn ich halt in irgendeiner Art und Weise meinen Arm, Fuchtel, Wedel, was auch immer, die Kugel so zu tangieren, dass die wirklich einen Drill halt irgendwie da reinkriegt? Jetzt mach mein Leben nicht kaputt. Ja. Hier waren die Kack- und Sackgeschichten. Also ja, die Idee ist halt dahinter, ne, wenn man den Arm nur schnell genug schwingt, was man im Film ja auch sieht, dann stößt man die Kugel so aus dem Lauf, dass sie in keiner geraden Linie mehr fliegt, sondern eine Kurve. Mhm. So, jetzt haben sich sehr viel intelligentere Leute als wir sich dem Ganzen schon angenommen. Nämlich, guckt mal, die Mythbusters-Folge, Staffel 7, Folge 10, die haben sich genau mit diesem Ding halt auseinandergesetzt und haben das nämlich erst mit normalen Menschen probiert, und zwar mit sich selber, haben diese Technik sich angeguckt, haben geschaut, ob sie es selber hinkriegen, haben es als Menschen nicht geschafft und haben dann einen Roboterarm gebaut. Ergebnis, selbst der Roboterarm, der doppelt oder sogar viermal so stark eingestellt wurde wie ein Mensch, also auch hier einen Pitcher, also einen Werfer beim Baseball, die haben den ultra hart eingestellt, haben gesagt, also jetzt ist er schon außerhalb von menschlicher Norm. Selbst der hat das Ding nicht hingekriegt. Also so oder so, die Kugel fliegt fucking gerade. Allerdings ist dieses Experiment nicht ganz ohne Vorwürfe belastet, denn im Internet gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, aber ihr habt das ja nur einmal gemacht. Die haben ihm nämlich vorgeworfen, Leute, ihr habt das Experiment zu früh beendet, um jetzt wirklich zu sagen, der Myth ist gebastelt dahinter. Mythbusters haben auch eine Begründung abgeliefert, haben gesagt, ey, ganz ehrlich, wir hätten sogar weitergemacht, wenn es auch nur eine oder drei Nanometer Abweichung gegeben hätte. Die gab es aber nicht. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt reicht's. So, genug. Wir haben schon einen Roboterarm gebaut, der viermal so stark ist wie ein Mensch. Also es gibt nicht mal eine theoretische Grundlage dafür. Was sollen wir jetzt da weiter Geld verschwenden? Ja, also um es in der Praxis halt irgendwie umzusetzen. Mhm. Aber wieso geht das Ganze denn eigentlich nicht? Also das Erste, worauf man sich stützen kann, und jetzt kommen die Physiker und Mathematiker hier mit rein, ist die sogenannte sind Tangentialvektoren. Was ist das? Das ist ein Einheitsvektor, welcher eine Kurve tangiert, um einen Einheitstangentenvektor zu berechnen. Das ist ein Bereich der Analysis. Was? Stellt euch einen Kreis vor und an den Punkten quasi, wo der Kreis sich bildet, um den Kreis überhaupt zu bilden, da kann man Tangenten ja langlegen. Mhm. Also so. Linien. Linien, ganz genau. Also da, wo im Prinzip eine Linie einen Kreis berührt. Was übersetzt in die Praxis bedeutet, man führt eine kurvige Schwingbewegung aus, ne, bis der Austritt der Kugel diese dann tangiert beim Abfeuern. Also bis zum Abfeuern der Kugel, dass die Schwingbewegung in das Abfeuern so mit reingeht, dass man im Prinzip die Kugel mit dem Lauf halt trifft. Also die Kugel tangiert an der Stelle, ne? Innerhalb dieser Schwingbewegung. Das Problem ist halt nur, die Kugel hat so viel Kraft und die will halt die ganze Zeit nach vorne. Das Problem ist, wenn so eine Kugel einmal abgefeuert ist, dann ist sie in der Luft. Dann ist sie ein geschlossenes System. Und so eine Kugel wie die da mit den Waffen, mit denen die da schießen, das hat tatsächlich einer nachgeguckt, was für Kugeln ungefähr aus diesen Waffen kämen. Die fliegen mit einer Geschwindigkeit von 410 Meter pro Sekunde nach vorne. Das Ganze würde nur funktionieren, wenn man einen Weg finden würde, die Kraft auf die fliegende Kugel zu integrieren im Prinzip. Also die Kraft, die du in den Schwung legst, dass die in die Kugel reinkommt, innerhalb dieses geschlossenen Systems. Also du nochmal dieselbe Geschwindigkeit von 410 Metern pro Sekunde in 410 Metern pro Quadratsekunde innerhalb der Kugel nochmal anwenden könntest. Also du bräuchtest praktisch so eine Art Antrieb innerhalb der Kugel. Im Prinzip ja, im Prinzip schon, ganz genau. Ist das Ganze also möglich, je nachdem, nachdem die Kugel den Lauf verlassen hat, jedenfalls durch einen scheiß Arm geht's nicht. welche Dinge sowas zum Beispiel können, sind halt zum Beispiel Pfeile, die kann man halt ablenken, sodass die halt wirklich um die Kurve fliegen können, aber die sind halt dadurch unterstützt, dass die Flügel haben. Oder zum Beispiel Baseballs, die können das halt auch, so der sogenannte Curveball, die kriegen das ja hin, dass die den wirklich so anschneiden, dass der erst gerade fliegt und dann aufgrund von Luftströmungen, nämlich durch einen Unterschied von Hoch- und Tiefdruck an der Oberfläche des Balls, ja wirklich eine Drehung schaffen, den sogenannten Spin, und dann halt nach unten wegfliegen zum Beispiel. Ja. Ne, ist ja ein sehr gemeiner Wurf, so ein Curveball. Wenn du den drauf hast, dann bist du wohl eine große Nummer im Baseball. Das hatten wir mal im Sportunterricht, da sollten wir das mal üben. Ich hab's nicht hingekriegt. Ich hab's einmal probiert und hab mir dabei fast die Schulter ausgerenkt gefühlt. Ey, Alter, also, wenn du nicht werfen kannst so richtig oder so einen Wurf drauf hast, das ist kreuzgefährlich teilweise. Dann kannst du dir alles überdehnen im scheiß Arm, ey. Das nächste, was damit reinkommt, ist der sogenannte Spin-Drift.
aber den gleicht die Waffe halt durch eine spirale Gravur im Lauf halt aus und erzeugt dadurch eine sogenannte gyroskopische Stabilität. Man sieht das immer am Anfang von James Bond, ne? Er ist ja immer, man sieht das ja immer aus dem Lauf des Gegners und die ist ja so. Wie so eine Iris. Wie so eine Iris geschwungen ja so ein bisschen. Und die verursacht diese gyroskopische Stabilität, weil die Kugel halt natürlich ein bisschen dreht und dann durch diesen Ausgleich gerade rausfliegt und sich dabei halt auch noch in sich selber drehen kann, aber nicht taumelt. Ja, wie bei dem ersten und letzten Schuss bei Wanted. Ja, genau. So mega weit geht, aber halt gerade. Ja. Ja, genau. Und wer jetzt nicht genau weiß, was gyroskopische Kräfte sind, höre dazu unser wunderbares Format Enzyklopapier zum Buchstaben G. Ganz genau. Aber sagen wir jetzt mal, die ganze Scheiße klappt, ne? So, Angelina Jolie stellt sich vor uns, ich sag mal, wie weit ist dieses 10 Meter oder so? Nee, ich würde mal sagen 100 Meter ungefähr. Wenn sie jetzt perfekt in der Mitte stehen würde, so 50 Meter ungefähr. Ja, aber der Film, ne, ist ja nicht 100 Meter weg. Deswegen sag ich ja, lass es mal 100 Meter sein. Sie stellt sich perfekt irgendwie auf 50 Meter hin. Weil ich gebe jetzt hier nur wieder, was nämlich einer berechnet hat, weil ich fand das nämlich auch ganz logisch. Und der hat ausgerechnet, also ein YouTuber hatte ich da gefunden, voll geil. Der hat ausgerechnet, wenn diese Kugel wirklich so knapp, wie das ist, mit ihren Haaren, also die streift ja auch so ganz leicht, ganz, 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 ganz leicht die Haare, dass wenigstens noch so ein Wind irgendwie leicht entsteht. Was müsste diese Kugel dafür können, ne? Eine Kugel wie diese im Film dreht sich ungefähr mit 256.000 Drehungen pro Minute. Für den Spin, von dem ich vorhin gesprochen habe, bräuchte man allerdings, und das hat er ausgerechnet, eine Kraft von 2,4 Millionen Newton. Und die Kugel würde für ungefähr 41.000 Megapascal an Druck aufbauen in der Zeit, was 2.000 Mal mehr ist, als ein Stück Blei hat. Und die scheiß Kugel würde, sobald die anfangen würde, diesen Spin zu erzeugen, pulverisieren durch ihre eigene Rotationskraft. Also es ist nicht unmöglich, es würde nur nicht gehen. Ganz genau, also das Material würde halt vorher schlapp machen. Das müsste eine unglaublich stabile, feste Kugel sein. Und ist es dann halt möglich, so eine Kugel kreisum zu ballern, wie Angelina Jolie am Ende des Films halt macht? Ja, das wäre möglich, allerdings nur, wenn an der Kugel kleine Raketen angebracht werden, damit sie auf Kurs gehalten werden kann und ausbalanciert ist. Aber da bist du direkt bei so einer Borderlands-Waffe, weißt du, wo Kugeln mit Raketen dran rauskommen. Ich fand die Idee halt nur so geil. Also, du musst dir dieses Video, ich glaube, ich schick dir das nachher, weil dieses Video, wie dieser Typ halt erzählt, so, ja, is it possible that a bullet can turn around, can fly around like in a circle? Of course not! Und der ist völlig am Ausrasten. Ja, das ginge halt nur, wenn kleine Raketen dran wären, um diese Kugel auf Kurs zu halten. Ansonsten würde die irgendwann wieder gerade fliegen und in der Wand verschwinden. Also er hat es wirklich versucht, über die Mathematik und über die Physik in irgendeiner Art und Weise halt klar zu machen. Aber diese Kugel existiert einfach nicht. Dieses Material ist noch nicht geschaffen. Vielleicht war das einzige Exemplar, was wir von der haben, steckt die irgendwo in John F. Kennedy und wir haben sie noch nicht gefunden. So die magische Kugel. Aber diese Kugel, die das hinkriegt mit diesem Spin, unschaffbar. Geht einfach nicht. Selbst wenn du so viel den Arm schwingst, wie du Bock hast, du wirst immer gerade ausschießen. Wo du gerade mit der magischen Kugel und JFK sagst, in den Comics, oder anders gesagt, das ist ein weiterer Comic, der in Comic-Lore erklärt, wie das möglich war. Denn in den Comics war es der Vater von Wesley, der JFK erschossen hat. Ach, der OG-Killer. Der Original-Killer, der meinte so, ja, und ich musste mit irgendwelchen magischen Kugeln Präsidenten erschießen. Ja, kannst mal sehen. Und dann also es war entweder er oder der Comedian, wir wissen es nicht genau. Ja, am Ende. Oder halt die hier, der 5 aus Umbrella Academy. Ja, wie gesagt, am Ende, Lee Harvey Oswald hat den Sturz hingenommen. Na komm, dann ist er das jetzt. Boah, Umbrella Academy müssen wir eigentlich auch mal machen, jetzt wo das zu Ende erzählt ist. Ich bin ja ein großer Fan von. Muss ich erst noch sehen, und zwar alles. Muss man Bock drauf haben, kann ich schon mal sagen, ja. Also das ist nicht jedermanns Sache. Ja, okay. Das ist schon sehr weird. Okay. Es ist nicht ganz so weird wie Doom Patrol. Da bin ich ja, glaube ich, der einzige Mensch, der das mag. Aber Doom Patrol habe ich nur die erste Folge gesehen und fand es eigentlich ganz witzig. Hab dann aber irgendwie die Lust verloren. Zweite Staffel war es, glaube ich, oder dritte, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Die Folge Sex Patrol. Was, der Scheiß hat 3 Staffeln mittlerweile, ja, Alter? Wow. Das ist einfach arschgeil. Alles mit Brendan Fraser. Geil. Und das war ja im Grunde sein großes Comeback, was keiner mitgekriegt hat. Und dann kam der Film, The Whale. The Whale, ja. Also Sex Patrol ist eine der besten Serienfolgen, die ich je gesehen habe. Weißt, die heißen immer irgendwas mit Patrol, so Dad Patrol, bla bla. Und dann gibt's halt Sex Patrol, wo sie eine Party feiern für einen
Pflasterstein, der mal eine genderqueere Straße war, namens Danny. Okay. Und von dem ist aber nur noch ein Stein über. Und um den wiederzubeleben, veranstalten sie eine Orgie. Und dann taucht halt die Sex Patrol auf, weil die zu versaut war, die Party, sodass ein Dämon auftaucht, der so wenig jugendfrei ist, dass alle Kinder sterben, wenn er da ist. Weil die Party zu ekstatisch war. Das ist die Handlung dieser Folge. Wir sind die Sex Patrol. Ist großartig. Okay. Ja. Also muss man wollen. Vorher hat es sehr verkopft alles. Vorher hattest du meine Neugier, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Doom Patrol ist großartig, aber sehr, sehr verkopft. Okay. Ja. Okay, muss ich mal gucken. Ich versuche ja gerade bei Supernatural reinzukommen. Ey, wusstest du, dass der Scheiß 15 Staffeln hat, Alter? Ich weiß, ich habe dafür immer Werbung gemacht. Ah, irgendwie 24 Folgen pro Staffel, eine Stunde. Das ist komplett irre. Ich habe irgendwann in der Sommerpause, hab ich auf meinem Instagram-Kanal in der Story geleakt, dass ich das jetzt mal anfange und so nach und nach irgendwie gucke. Unglaublich viele Nachrichten gekriegt. Klar, mit hier viel Spaß und Gedöns, ne? Aber auch ganz viele, die dann geschrieben haben, sag mal, wie lange du durchgehalten hast. Wo ich echt da stand so, okay, das geht echt lang. Das geht echt wirklich, wirklich, wirklich lang. Und Leute, für alle, die jetzt nachfragen, ich bin gerade mal bei der Hälfte Staffel 1, aber einfach, weil ich eine Pause braucht. Ey, das wird auch einfach 8 Jahre dauern, bis du das geguckt hast. Also, ja, so, ja. Ja, das ist mehr als ganz Star Trek. Oh, echt? Ja, nicht ganz. Nee, Blödsinn, ich erzähl Scheiße. Das sind ungefähr 3 Star Trek-Sendungen. Folgen oder? Nee. Staffeln. Serien. Ja. Ich glaube, die erste hatte 4, ne? Dann TNG 7. Ja, aber bisher muss DS9, ich sagen, 6. Bisher muss ich sagen, finde ich Supernatural. Supernatural finde es gar nicht mal schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ganz viele auch irgendwie sagen, ja, geh damit ein bisschen vorsichtig ins Gericht. Das ist eine Lieblingsserie und das ist ganz alt, wo ich immer da saß und mir denke, Leute, ich bin der Einzige, der Akte X halt irgendwie mag. Also wenn es irgendwie um so cheesige Serien geht, ich habe da schon Sitzfleisch. Du, vor allem alt ist egal. Ja. So, ne? Die gibt wunderbare alte Serien, klar. Logischerweise. Also auch The Wire ist sowas von überholt, aber immer noch arschspannend. Habe ich auch noch nie gesehen, siehst du? Das ist cool. Also ich habe es nie ganz zu Ende geguckt. Es aber gehört ich auch die ersten 2 Staffeln habe ich gesehen. Homeland, The Wire, Blacklist, diese ganzen Serien. Oder ja, hier, Homeland und Blacklist habe ich auch nicht gesehen. Hier Black Mirror, glaube ich. Black Mirror habe ich einiges von gesehen, aber das gruselt mich meistens zu sehr. Oder es verstört mich zu sehr. Es ist mir. Also Black Mirror sind ja so Gedankenspiele. Ja, ja. Und da kann mein Kopf nicht gut mit um. Ja, Black Mirror erschöpft mich immer so schnell. Nach 2 Folgen oder so habe ich keinen Nerv mehr dafür. Meistens. Ja, und, ja. Und dann lasse ich es meistens dann irgendwie immer wieder liegen. Also, ich kriege da immer ein bisschen slightly Panik, weil ich das dann auf uns zukommen sehe und dann mache ich das wieder aus. Ich weiß nicht, irgendwie fickt die mich komplett, die Serie, und die ist richtig gut. Okay, fair enough. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mir den Trailer für 2012 nicht angeguckt, weil in meinem Kopf plötzlich war, was ist denn, wenn wirklich mal so eine Riesenwelle kommt? Und schon wird man nervös. So. Weißt du, was voll geil am 21.12.2012 war? Das war ja der Tag, wo die Welt untergehen sollte, laut Roland Emmerich und den Mayas. Mhm. Ja, nee, nicht laut den Maya, weil die haben einfach nur den Kalender bis dahin geschrieben. Naja, klar, aber und, wie man weiß, wussten die, wie weit das geht, ne? Ja, ja, die meisten gehen davon aus, die haben einfach irgendwann aufgehört, dieses Scheißding weiterzuschreiben. Aber egal. Ich bin da jetzt echt alles andere als ein Experte. Aber mein Bruder hat eine Party damals geschmissen, da bin ich auch hin. Die Alu-Party. Wir saßen alle mit Alu-Hüten, der hat den ganzen Keller mit Alufolie ausgekleidet und hat eine riesen Party geschmissen. Geil. Und das haben wir noch ein paar Jahre so immer am 21.12. gemacht. Das war echt ziemlich lustig. Ich kann mich noch erinnern, wie um 2000 herum halt damals auch meine Mutter das Telefon und alles Mögliche zu Hause, außer ein Fernseher, damit wir natürlich Millennium mitkriegen, aber alles andere ausgesteckt wurde. So, ja. Mama. Wegen Y2K. So, ja, selbst mit 12 Jahren war so, ja, genau, steck den Toaster aus. Das wird gefährlich sein, ne? Ja, Leute, das war unsere großartige Folge zum Thema Wanted. Ich möchte noch kurz etwas, was ich am Anfang gesagt habe, ein wenig debunken. Ich sagte ja, der Film leitet dann über zu den Comic-Verfilmungen von Marvel. Mhm. Das stimmt nicht ganz, der kam einen Monat später als Iron Man ins Kino, aber war dementsprechend halt auch schon fertig und so. Und es konnte ja damals noch keiner damit rechnen, ja, dass dieser, keine Ahnung, drittklassige Held, denn die einzigen Rechte, die sie noch hatten von dem Studio, da pleite war. Mit einem Schauspieler, den sie gefühlt irgendwie gerade aus dem Knast und aus dem Entzug halt irgendwie geholt haben, dass das Ding Erfolg hat, damit hätte ja nun wirklich keiner rechnen können. Genau. Im Moment. Ja. Und ey, vielleicht, wenn die Wanted 1:1 nach dem Comic gemacht hätten, also so ein schlechte Leute-Film, also The Boys ohne die Boys, dann hätte die Comic-Landschaft vielleicht anders ausgesehen. Weil
das haben wir gar nicht erzählt, fällt mir gerade ein. Der Film war wahnsinnig erfolgreich. Der hatte ein Budget von knapp 75 Millionen und hat über 300 Millionen eingespielt. Geil. Der war richtig erfolgreich. Aber gut, halt auch wieder so ein DVD-Marktphänomen, ne? Weil wie gesagt, ich kenne keinen, bei dem der Film halt nicht irgendwo auf DVD halt lag. Stimmt. Ja, also ich meine, die Zahlen sind jetzt aus dem Kino, ne? Ist halt Boxoffice, aber aber trotzdem. Also unerfolgreich war der nicht. Also der hätte, wenn er ernster gewesen wäre und nicht diese langweilige Scheißformel, die wir ja auch schon vorm MCU kannten, von Superheldenfilmen, Sam Raimi und so, wenn sie sich daran nicht gehalten hätten, sondern eiskalt The Boys ohne die Boys gemacht hätten, also den Originalcomic zu verfilmen, vielleicht hätte das die Comicfilmlandschaft ganz anders aussehen lassen bei gleichem Erfolg. Ja, also ja. Aber so 7 Jahre nach 9/11 wäre schon sehr hoch gepokert gewesen. So was, ne? Sowas Heftiges rauszubringen, ja. Vor allem in der Besetzung. Voll. Ja? Das hätte Karrieren zerstört, ja. Ey, Morgan Freeman als Dr. Salomon Seltzer hätte ich mir gegeben, ey. Voll. Das wäre schon geil. Thomas Kretschmer als hier der wie heißt der, Rictus, da dieser böse Joker-Verschnitt, der den Seltzer übrigens auch isst. Frisch gebraten mit so einem Apfel im Mund. Ein schwer verstörender Comic. Ja. Ja, Mann. Und dann, keine Ahnung, hier Mahershala Ali oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Ja, ja, ja. Hier der als Adam One, der erste Mensch, der Afrika kontrolliert und so. Das hätte ich mir schon gern gegeben. Boah, da musst du aber auch wirklich, ich glaube, da musst du eine wirklich bombenfeste Schauspielerkarriere haben, um so eine Scheiße durchzuziehen. Allerdings. Ja, aber stell mal vor, das wäre ein Riesen. Guck dir Carl Urban an. Ey, aber ich wollte gerade sagen, aber auf der anderen Seite hatten wir Movie 43, so. Und mit Kate Winslet, Hugh Jackman, ja. Halle Berry und Schiebi tot, so, ja. Ne? War jeder denn? Schieß mich tot, so. Wer war denn hier? What's your face, ne? What's your face? Shitface! Die Abenteuer von Shitface. Vom Shitface and the Drunken Bunch. Einfach so ein paar Fußball-Hooligans. Die Drunken League. Einfach so ein paar Fußball-Hooligans, mit denen er rumrennt. Dann. Ja, voll geil. Und Leute mit leeren Schuhen. Holy Mother auftaucht und sein Bein zu Wasser wird. Und er seine Superkräfte verliert, weil er einfach nicht mehr besoffen ist. Ja, der voll die Schmerzen hat, weil er einen Kater kriegt und anfängt zu schwitzen. Damit kann er nicht. Und er schämt sich, dass seine Freundin nur ein Schaf ist. Gottes Willen, ey. Ach ja, gut, haben wir das geklärt. Jo, auf jeden Fall. Entlassen wir euch aus unserer Wanted-Folge. Ja. You wanted us to want us. Gott, okay, es wird nicht besser. Ja. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Hörerfeedback lassen wir mal weg und so. Boah, ey. Ja, warte, das, wir machen es einfach gar nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich das erzähle. Von wegen, ey, das ist jetzt, die neue Folge kam gestern raus. Wir haben noch kein Hörerfeedback. Mhm. Aber ich lasse das einfach weg. Leute, falls ihr diesen ganzen Irrsinn, inklusive Shitface, mal live sehen wollt, dann kommt zu unserer neuen Live-Tour Spectaculum Rectalis. Wir kommen praktisch überall hin. Wir sind dieses Jahr noch in Düsseldorf, Oldenburg, Dortmund, Osnabrück, Ludwigshafen, München und Wien. Und nächstes Jahr in Frankfurt, Stuttgart, Zürich, Berlin, Leipzig, Dresden, Köln und Hamburg. Yo. Tickets gibt's, sagen wir einfach auf kackundsach.de. Genau. Beziehungsweise kackundsach.de/live wäre es. Unter dem Reiter live auf kackundsach.de. Ich spreche kein Url. Und wir sehen uns auf Tour. Tobi und Richard sagen Tschüss. Url, aber ja. Url. Url. Das ist eine Sprache. Das ist eine Internetsprache. Das ist wie wir das mal hatten mit dem Schweizer Vornamen Utz. Ne? Utz. Jetzt wird es ausrutschen und hinfallen. Utz.